So, also das ist ein ganz klares Unsicherheitsräuspern. Und jetzt kommt natürlich der Versuch der Erklärung, wie man da sich aus der Scheiße wieder rauswindet. Steht der Islam für freiheitliche Lebensart? Steht die AfD für freiheitliche Lebensart? Da hat sie jetzt natürlich schon einen Punktgewinn gemacht. Hat sie ihn hart getroffen. Ist diese Geste Absicht? Bisschen paradox, aber. Mann, Mann, Bushido. Beim Fußball würde man sagen, Eigentor. Die mimische Maximalform der Verachtung. Also insgesamt ein Punktsieg für. Hallo und herzlich willkommen bei HackMack TV. Mein Name ist Skinny und bei mir klingt diese Begrüßung nicht so schwungvoll wie bei Esra. Die kann aber heute nicht, also muss ich Stellvertreter machen. Ist mir aber eine Ehre, denn wir haben Moritz Kirchner zu Gast. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Dir geht's gut? Mir geht's gut. Ich freue mich sehr. Bin vor allem auch gespannt auf diese Konstellation Bushido versus Beatrix von Storch. Ist schon witzig, was ihr euch manchmal so ausdenkt. Er hat schon gesagt, was wir vorhaben. Im Rahmen der Straßenwahl von Hyperbowl TV trafen die beiden aufeinander. Und Moritz Kirchner, den kennen die meisten von euch oder zumindest viele hoffentlich schon. Ansonsten habt ihr in der Videobeschreibung den Link. Wir haben den guten Mann nämlich schon Rap-Interviews analysieren lassen. Du bist nämlich der deutsche Vizemeister im Debattieren gewesen und außerdem Diplompsychologe. Das heißt, der richtige Mann dafür. Also auf jeden Fall sehen wir in der Lage, die beiden zu analysieren. Bin vor allem gespannt, wie Bushido sich auf dem politischen Feld schlägt und werde mir natürlich sowohl Körpersprache als auch Analyse anschauen. Und ja, bin auf jeden Fall auch selber sehr gespannt. Vielleicht einfach noch so grundsätzlich davor, also ziehe erstmal einen Hut davor, dass Bushido eben sich in wirklich diese Auseinandersetzung begibt und denke auch, dass diese grundsätzliche Idee, sich wirklich mit ihren eigenen Aussagen zu konfrontieren und wirklich in den Austausch zu gehen, dass sie gut ist. Und was ich an dem Video vor allem schön finde, ist, dass damit auch Leute mit Politik grundsätzlich in Berührung kommen und vor allem auch wirklich mal ziemlich ungefiltert die Fragen bekommen, die notwendigerweise auch an die AfD zu stellen sind. Aber das werden wir uns jetzt im Verlauf des Videos auch angucken. Findest du es denn auch unterstützenswert, wie du gesagt hast, die Leute, die eigentlich nichts mit Politik am Hut haben, direkt quasi mit der AfD zu konfrontieren? Naja, die Leute sind ja so und so mit der AfD konfrontiert. Also man sieht sie in Plakaten, sie sind in verschiedenen Auftritten und ich glaube nicht, dass grundsätzlich der AfD jede Bühne zugestanden werden sollte. Aber grundsätzlich erstmal zu zeigen, wofür stehen sie eigentlich tatsächlich und was heißt ihre Politik auch in der Konsequenz? Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass Leute das wissen und wirklich eine informierte Entscheidung dann am 24.09. treffen zu können. Dann lass uns doch gleich mal reinschauen. Ja, gerne. Frau von Storch. Guten Tag. Grüße Sie. Freue mich sehr. Verschichi, mein Name. Ja, das habe ich gehört. Okay, kommen wir hier mal kurz. In der Politik ist ja die Begrüßung immer auch so eine wirklich symbolisch verdichtetes Machtspiel. Und was Bushido hier an dieser Stelle macht, ist schon relativ geschickt. Nämlich er steht ja, also er ist ja körperlich größer als sie, aber er steht ja auch nochmal einen Zacken höher. Das heißt, wenn man sich den Handschlag anguckt, ist es so, dass sie sozusagen nach oben gibt. Mhm. Und damit hat er zumindest auf der Ebene der Symbolik schon mal so eine erste Duftmarke gesetzt. Und was bei Frau von Storch auffällt, ist, dass die Stimme durchaus angestrengt klingt bei diesem Ich freue mich sehr, aber sie bekommt das Lächeln hin, weil sie halt auch weiß, ja, hier steht was auf dem Spiel. Was sagst du zu der überraschten Tonlage, mit der Bushido sie begrüßt? Frau von Storch, hallo? Ja, würde ich sagen, jetzt nichts Ungewöhnliches. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich sie vielleicht irgendwie real nochmal anders vorgestellt hat, so vom ersten Blick, aber würde jetzt ansonsten nichts reininterpretieren. Okay. Was wissen Sie über Bushido? Er macht Musik. Im Bereich Rap. Richtig? Richtig. Ja. Das war doch schon mal gut. Schon sehr gut, ja. Also ich muss ihn ganz ehrlich stopp mal ganz kurz. Also, das ist interessant, dass sie sich so, dass dieses, das war gut zugesteht. Also, so, weil eigentlich ist er durchaus dünn. Und was man denn an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal bei Bushido sieht, ist, dass wenn sie antwortet, er gerne mal so die Augen so hochdreht. So, was heißt also, sein Interesse an ihren Antworten ist, sagen wir mal, eher gering ausgeprägt. Das sozusagen sieht man hier schon so zum ersten Mal. Gute Ausgangslage für so ein Gespräch. Richtig. Wenn ich da jetzt so auch jetzt gerade mal kurz vor Wahlen halt so durch die Straßen fahre, da hängen ja mal 1000 Plakate von allen möglichen Parteien. Und also die Plakate Ihrer Partei sind so eigentlich immer die einzigen, die mir auch wirklich im Kopf bleiben. Mir auch. Ja. Warum? Naja, weil das halt schon so ist, dass man da durch einen Schilderwald fährt und dann steht dann immer so von wegen, keine Ahnung, Bildung für alle und gleiches Geld. Sicherheit für alle. Genau. Und Videoüberwachung ist keine Frage, sondern eine Antwort und so. Also einfach so Sachen, die einfach total belanglos sind für mich jetzt persönlich. Ich rede nur von meiner eigenen persönlichen Meinung. Ja, und dann kommt ein AfD-Plakat, da steht so Neue Deutsche, Fragezeichen. Wir kümmern uns selber. So, dann denke ich mir, okay, wow.
ist ja mal was anderes. So, und dann habe ich mich, dann sehe ich so einen schwangeren Bauch und denke mir so, okay, wie soll ich das jetzt verstehen? Und dann würden wir dann eigentlich schon mal so zu einem Punkt kommen, wo ich dann selber so im Auto sitze und dann einfach darüber nachdenke. Meine Frage, ich habe ganz kurz. Finde schwierig. So, finde tatsächlich, also strategisch von Bushido schwierig, weil, ich meine, erstmal sagt er ja nur so, das sind die, die mir im Kopf bleiben. Das ist ja jetzt nicht irgendwie eine qualitative Beschreibung. Gibt ihr aber damit voll die Plattform, nochmal ihren eigenen politischen Frame zu setzen, Sicherheit zum Beispiel. Und also damit hebt ihr ja erstmal schon die Plakate ein Stück weit raus und über die anderen. Im Sinne von, ne, belanglos die anderen, AfD. Also ich weiß nicht, warum so viel Entgegenkommen im Intro notwendig ist. Es kann aber sein, dass es eine bewusste Strategie ist, um sozusagen am Anfang erstmal ein bisschen zu deeskalieren und reinzukommen. Wirkt auf mich auch so, als ob er erstmal so versöhnlich sein will und nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen. Bringt es denn was in so einer Debatte, wenn du die gewinnen willst? Also ist das wirklich eine verbreitete Strategie? Na, grundsätzlich erstmal so mit der selektiven Umarmung anzufangen und so, ne, so ein Stück weit der anderen Seite entgegenzukommen, ist durchaus eine verbreitete Strategie, aber es war einfach übertrieben. Also er hätte nicht so ein hohes Podest rhetorisch bauen müssen. Okay. So, kümmere ich mich auch um neue Deutsche oder falle ich da aus diesem Raster raus oder wie darf ich das verstehen? Weil, warum sollten Sie rausfallen? Naja, weil es geht ja sozusagen um die neuen Deutschen. Neue Deutsche sozusagen. Ne? Also vielleicht hake ich an der Stelle ganz kurz ein, um das zu erklären. Mhm. Wir haben ja zwei Punkte. Wir haben den einen Punkt, dass wir... Geil. Der Gesichtsausdruck. Also, ich meine, weil hier ist er so richtig schön erkennbar. Also, sie erklärt, logisch, muss sie ja auch machen. Und man sieht genau, dass er so richtig schon jetzt hier irgendwie genervt ist. So, also das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich witzig. Also auf der Ebene der Mimik zeigt er relativ klar an, was er davon hält. Mhm. Was er an der Stelle tatsächlich nicht ganz so geschickt finde, weil er kann sie ja durchaus wirklich erstmal erklären lassen. So, und das muss ich der von Storch an der Stelle zugestehen, sie hat durchaus geschickt unterbrochen, so, weil sie gemerkt hat, in welche Richtung es geht und ne, hakt jetzt ein und versucht, ihre Position darzulegen. Meinst du denn, dieses Desinteresse von Bushido ist kalkuliert? Ich glaube, es ist eine Mischung aus kalkuliert und er empfindet das tatsächlich so. Wir haben den einen Punkt, dass wir sagen, wir wollen geregelte Migration, also das heißt Menschen aus anderen Ländern, die zu uns kommen wollen, die wir bei uns aufnehmen wollen, die dann auch Deutsche werden. Das ist, was wir wollen. Wir sagen nur, dass das, was im Moment läuft, verkehrt ist. Also die Leute kommen ohne Pässe, ohne sich auszuweisen, ohne dass wir sie geprüft haben, ohne dass sie zu uns passen. Weil also wir hier einfach dieser Blick die ganze Zeit hoch, weg von ihr. Und auf der anderen Seite sagen wir aber, wir wollen unser demografisches Problem nicht nur lösen, Menschen von anderen Ländern zu uns holen, sondern wir wollen auch die eigene Familienpolitik fördern. Und wir wollen, dass hier Kinder geboren werden, die hier aufwachsen, dass Familien ganz größer werden. Also was aber schon witzig ist, ist, also man merkt die ganze Zeit, wie er überlegt. Also sozusagen, also er geht raus aus der Situation, geht ins, ne, und man merkt, wie es arbeitet. Also das auf jeden Fall. Und ich meine, sozusagen, ich weiß nicht, ob wir das jetzt mal auf dem Video sehen. Alleine dieser Blick, der ist schon, also der zeugt ja von besonderer Wertschätzung, den sie hier am Start hat. 2 Minuten 29. Ja. Okay. Und dass die Menschen eben mehr Kinder vielleicht haben, als sie im Moment haben. Okay, das würde also bedeuten, meine Kinder, die ich ja jetzt sozusagen als Deutscher, ich bin ja auch hier geboren in Deutschland, das heißt also, meine deutschen Kinder wären genau so die Kinder, die Sie auch dann so als die neuen Deutschen auch akzeptieren. Ja klar, Sie sind Deutscher, Sie ich haben einen deutschen, genau, Sie sind ja, deutscher Pass, Sie haben, ich glaube, eine deutsche Mutter, einen deutschen Vater. Deutsche Mutter, deutscher Vater, nee. Oder, ich meine... Ja, genau, eine deutsche, meine Mutter ist Deutsche, genau. Und mein Vater ist Tunesier. Genau. Stopp. So. Also gut ist erstmal, dass jetzt, ne, also jetzt entwickelt sich erstmal die Argumentation, die Auseinandersetzung. Also atmosphärisch von beiden hier gut. Was von Bushido an dieser Stelle nicht ganz optimal ist, ist, dass er mehrfach sagt, sozusagen. Und sozusagen ist ein rhetorischer Weichmacher. Und genauso der Konjunktiv. Meine Kinder wären dann also Deutsche. Er kann, wenn er sie wirklich stellen will, kann er es wirklich stärker konfrontieren. Mhm. Das heißt, nach ihrer Logik sind meine Kinder Deutsche. So, dann wäre die Auseinandersetzung einfach noch ein Zacken pointierter. Mhm. Also mit der Rhetorik, die er benutzt, weicht er seine eigenen Argumente so auf, dass sie nicht komplett durchgehen, sondern irgendwo in der Mitte stehen. Genau, erstens unnötige Konjunktive, sowas wie wären, und zum Zweiten das so zu sagen, was so ein klassischer rhetorischer Weichmacher ist, einfach unnötig. Okay. So, also ganz normal. Also Jibrail Fashishi, so heißt mein Sohn, das wäre jetzt auch der neue Deutsche, der zur AfD passt. Ja klar, und okay, ich glaube, super. Und ehrlicherweise glaube ich, dass das Thema, das wir hier ansprechen, dass wir, das ist eins von den Themen, die wir ansprechen, aber das Thema, dass wir sagen, wir haben zu viel ungeregelte Migration jetzt in unser Land, das verursacht Probleme in vielen Bereichen, auch für die innere Sicherheit. Zum Beispiel, das führt
wir haben Kriminalitätsanstieg und so weiter. Das sind alles Dinge, die Menschen... Das ist super geil. Beatrix von Storch erklärt Bushido, dass die Zuwanderung zu einer Steigerung der Kriminalität führt. Also, ich meine, in der Situation ja, hätte sie vielleicht doch mal eine andere Begründungsebene finden können, angesichts seiner Vergangenheit. Aber ja, also da hat sie sich so ein Stück weit auf Glatteis begeben. Und zwar deswegen, weil sie einfach ihre eigene Linie konsequent fährt und in dem Fall irgendwie nicht mitbedenkt, wer da eigentlich gerade vor ihr sitzt. Wobei Bushido sich da ja gerade nicht in seiner Rolle als Bushido hinsetzt. Er hat sich ja auch als Herr Fashishi vorgestellt. Und das war ihm auch immer wichtig, gerade aktuell, dass so ein bisschen getrennt wird zwischen Bushido und ihm als Privatperson. Mhm. Ja, aber die Frage ist, also selbst wenn er die Trennung macht, die Trennung wird ja von den Zuschauern oder Zuhörern nicht unbedingt vollzogen. Und deswegen ist es zumindest ihm gegenüber schon ein Stück weit ein Affront, gleich mal direkt irgendwie mit dem Thema einzusteigen oder mit der Begründung dessen. Meinst du denn, das ist strategisch von ihrem Standpunkt aus irgendwie klug? Du hast ja gerade schon gesagt, dass sich damit ein bisschen ins Fettnäpfchen setzt. Mhm. Aber meinst du denn, dass sie überhaupt darauf aus ist, quasi Bushido oder Hip-Hop-Fans für die AfD zu fischen oder nur ihre Wählerschaft oder Leute, die damit liebäugeln, einfach noch zu bestärken, was sie ja schon in dieser Aussage tut? Also in dem Moment, wo sie über dieses Thema Ausländerkriminalität redet, bedient sie vorrangig erstmal ihre eigene Klientel. So, und das ist sozusagen so die Minimalbasis. Aber die Frage ist ja, warum setzt sich eine Beatrix von Storch mit ihm hin? Ja, schon, um möglicherweise auch dort dann mal zu fischen. Und gerade das wird sie eben damit aus meiner Sicht nicht erreichen. Das heißt, damit hat sie nur ihre eigene Filterblase bespielt. Okay, dann schauen wir mal, wie Bushido darauf reagiert. Ja. Wir haben Kriminalitätsanstieg und so weiter. Das sind alles Dinge, die Menschen mehr als beunruhigen, weil immer mehr Menschen davon tatsächlich auch betroffen sind. Und das führt am Ende zu einer undifferenzierten Ablehnung von Menschen, die vielleicht nicht so aussehen, als kämen sie von hier. Das führt zu Ausländerfeindlichkeit. Das befürchten wir. Und zwar zu pauschaler Ablehnung von... Das ist schon also ein krasser Move. Mhm. So, nämlich zu sagen, wenn das kommt, dann könnte es gerade zu dieser undifferenzierten Wahrnehmung und zu dieser Ausländerfeindlichkeit führen. Weil ganz ehrlich, ich meine, das ist genau das, was die AfD teilweise tut. Also das heißt, sie sozusagen nimmt ihre eigene Politik und macht ein Zerrbild der Gefahr auf, die sie selber schafft. Ja. So, und das ist also... krass. Strategisch ist das wahrscheinlich relativ klug, weil sie ja auch gegenüber Bushido ihn ja quasi in Schutz nimmt. Sie sagt ja, sie sind einer von den Deutschen und sie leiden selber am meisten darunter. Genau, also es ist der Versuch, ihn, seine Biografie erstmal rhetorisch zu vereinnahmen, um, so wie wir es vorhin besprochen haben, seine Fanbase auch ein Stück weit möglichst ja, für sich zu gewinnen. Aber die Frage ist natürlich, was kommt jetzt von Bushido? Weil es ist natürlich, also es ist eine sehr gewagte Strategie. Schauen wir. Von Menschen, die einfach, wo man einfach auf den ersten Anblick sagt, der sieht nicht aus, als wäre er deutsch. Und das ist genau das, was dem, das wollen wir stoppen. Das wollen wir nicht, dass sich das entwickelt. Sie haben einfach mal ein Interview mal gegeben, und zwar mit der Jungen Freiheit. Ja, das ist auch eine sehr, kann man sich ja einfach mal über informieren, da will ich jetzt gar nicht so sagen. Und zwar haben Sie gesagt, ich zitiere. Meinst du, das hat einen taktischen Nutzen, dass er umschifft, die Junge Freiheit zu beschreiben? Er hätte es an der Stelle auf jeden Fall nicht so gemacht, weil es war auch unsicher, das ist eine, ich glaube, er hätte einfach sagen sollen, es ist eine rechtskonservative oder es ist eine nationalistische Zeitung. Weil so bin ich mir nicht so ganz sicher, ob die Leute tatsächlich das wirklich recherchieren und dementsprechend wirklich sich darüber im Klaren sind, was das heißt, in so einem Blatt wie der Jungen Freiheit wirklich ein Interview zu geben. Ich meine, was aber allerdings sehr gut ist, auch von der Vorbereitung her, ist jetzt wirklich, sie explizit mit ihren eigenen Worten zu konfrontieren. Der Islam, jetzt gehen wir mal auf die Religion zu sprechen. Der Islam bedeutet Steinzeit. Wer aber in der Neuzeit lebt und Kompromisse mit der Steinzeit schließt, landet im Mittelalter. Mit dem Islam darf es keine Kompromisse geben. Wir müssen und werden unsere Kultur verteidigen gegen den Islam. So, jetzt eine Frage, Frau von Storch. Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind so gegen Pauschalisierung, jetzt nehmen Sie einfach mal den Islam als Ganzes und sprechen mich damit auch an. Jetzt sitzen wir hier so ganz nett miteinander. Sie haben gerade gesagt, ich passe in das Bild des neuen Deutschen. Meine fünf Kinder, die alle sozusagen ja auch hier in Deutschland geboren wurden, die auch eine deutsche Mutter haben, einen deutschen Vater haben, sind für Sie genau die neuen Deutschen, die Sie auch auf Ihrem AfD-Plakat sozusagen ansprechen. Jetzt frage ich Sie eine Sache. Stopp. Ich bin kein Christ. An der Stelle... Also was Bushido erstmal sehr gut gemacht hat, ist, damit sprechen sie auch mich an, bam, ne, Augenkontakt, also sozusagen das war strategisch gut. Und man merkt ihre zunehmende Anspannung.
So, also merkt sozusagen, dass sie in so eine Defensivhaltung geht, als die Argumentation entwickelt wird. Erst indem sie hier dicht macht und dann natürlich auch versucht, aus der Situation rauszugehen, was das Glas angeht. Und was Bushido an dieser Stelle wirklich sehr gut macht, ist zu zeigen, okay, die eine Prämisse von die neuen Deutschen und alle und so. Und auf der anderen Seite dieses Islam in Gänze und pauschalisiert, ja, und dass die Pauschalisierung, die sie aufmacht, dass die entgegen dem steht, was sie vorher gesagt hat. Das heißt, bis dato ist das alles logisch stringent und es wird sehr spannend sein, wie sie darauf reagiert. Mhm. Es war auch so ein bisschen, glaube ich, ein vorbereiteter, ich nenne es mal Knockout-Punch, oder? Weil er hat ja alles, was bisher besprochen wurde, so ein bisschen gebündelt und sagt, so, und jetzt habe ich eine Frage an Sie. Mhm. Ja, das ist eine Form der Zuspitzung, was mich auch durchaus ein bisschen so daran erinnert, so wie so bei einem Ankläger am Gericht. Mhm. So, ne? Also dieses, ich konfrontiere Sie mit dem Sachverhalt und jetzt stelle ich Ihnen die eine Frage. Also vorbereitet, gut vorbereitet. Na, jetzt hören wir mal, was die Frage ist. Ja, ich bin Moslem, so, und jetzt sagen Sie aber das, was Sie gerade gesagt haben über den Islam. Das bedeutet, Sie würden mich jetzt genau damit ansprechen. Das bedeutet ja eigentlich so, dass Sie mich ja theoretisch... Er macht wieder Konjunktive. Richtig. Sie würden, das bedeutet eigentlich nein. Das bedeutet genau das. Er hat den völlig richtigen Riecher, so, den muss er einfach nur sprachlich konsequent durchziehen. Mhm. Ist das so ein bisschen, dass er den ganz harten Konfrontationskurs scheut? Also, dass er dadurch so ein bisschen wischiwaschi ist, dass er selber sich nicht auf Aussagen wie diese festnageln lassen will? Das vermag ich jetzt an der Stelle noch nicht zu beurteilen. Okay. Da würde ich mir tatsächlich auch gerne nochmal den weiteren Verlauf angucken. Es kann nämlich auch tatsächlich sein, dass die Strategie die ist, ich mache jetzt den inhaltlichen Punch über diesen logischen Widerspruch, mache das erstmal ein bisschen vorsichtiger und je nachdem, was dann kommt, werde ich dann später zupacken. Deswegen würde ich an dieser Stelle da noch kein Urteil zu fällen wollen. Okay. Dann komm bitte später drauf zurück. Ja, gerne. Bedeutet, Sie würden mich jetzt genau damit ansprechen. Das bedeutet ja eigentlich so, dass Sie mich ja theoretisch, wie Sie das ja dort gesagt haben, bekämpfen müssten. Jetzt eine Frage. So, genau was, hier, 5 Minuten 20. Bushido hat es auf den Punkt getroffen. Ja? Nach der eigenen Logik von Frau Storch, weil sie den Islam pauschal als bekämpfungswürdig oder zumindest die deutsche Kultur als gegenüber dem Islam zu schützen betrachtet und er, ein Vertreter des Islams, muss notwendig auch die deutsche Kultur vor ihm geschützt werden. Das heißt, er hat es logisch stringent hergeleitet, das scheint ja auch bewusst zu sein und dann kommt der Politikerreflex, ja? Nein. So, obwohl es inhaltlich richtig ist, ja, so sagt sie, nein, weil sie müsste folgerichtigerweise sagen, ja, aber sie weiß, wenn sie jetzt zu stark in die Konfrontation geht, dann hat sie ein Problem. Deswegen, es ist das typische Politiker-Ding, sie hat doch eigentlich keine andere Wahl, weil sie gerade überführt ist, aber es ist natürlich nicht aufrichtig. Ja, einfach Nein sagen, obwohl alles schwarz auf weiß da liegt. Ja, auf jeden Fall. Also was habe ich Ihnen, oder habe ich Ihnen etwas getan, oder würden Sie sagen, dass Sie mich jetzt sozusagen als Anhänger dieser Religion, die Sie ja sozusagen mit allen Mitteln und bis aufs Letzte ohne Kompromiss bekämpfen wollen, dass Sie mich bekämpfen müssen? Nein, das ist... Und hier das Räuspern. Das ist eine völlige Verdrehung. Pauschal, was Sie da... Welche Funktion hat das? Ja, absolute Unsicherheit. So. Also in dem Fall so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, und dann geht's weiter. So, also das ist ein ganz klares Unsicherheitsräuspern. Und jetzt kommt natürlich der Versuch der Erklärung, wie man da sich aus der Scheiße wieder rauswindet. Also sie merkt auch komplett, dass er sie gerade quasi an den Eiern hat. Das hast du so formuliert, aber ja. Ja, aber ich lassen Sie es mir erklären. Bitte, der Islam hat einen Teil, der wunderbar mit unserer Religionsfreiheit kompatibel ist. Das ist die persönliche Beziehung des Gläubigen zu seinem Gott, zu Allah. Das ist die Religionsfreiheit. Damit haben wir überhaupt gar kein Problem. Aber der Islam ist in seinen allermeisten Auslegungen ein politischer Islam. Er hat einen politischen Herrschaftsanspruch und er regelt eben nicht nur das Glaubensleben, sondern er regelt auch in der Scharia und er regelt das... Ist diese Geste Absicht? hat was vom versteckten Mittelfinger in der Grundschule. Also, sie sagt, darf ich das kurz erklären? Er sagt gern, nimmt sich erstmal den Orangensaft. So, guckt nach oben. Sie erklärt. Und offenkundig, ja, also zeigt ihr an, wie sehr er eigentlich keinen Bock auf diese Erklärung hat. Ich bin mir nicht sicher, ob es vorbereitet ist. Aber ich kann eines sagen, wenn es vorbereitet ist, dann grenzt es nahezu an Genialität. Weil in dem Moment hier wirklich so das Ghetto zu zeigen, das ist so ein, fast schon so wie so ein neoproletarischer Gruß. Ja? Du Alte, ich zeig dir jetzt mal, ne, was ich von dem halte, was du so viel, sagst. Viel spannender als das Ghetto finde ich hier den Kratzer an der berühmten Stelle. Auf jeden Fall. Also ich meine, ich glaube nicht, dass die berühmte Stelle das Entscheidende ist, aber so dieses,
Oh Mann, ey. Also das ist hier wirklich, kommt hier sehr stark verdichtet zum Ausdruck. Und zumindest jetzt hier im Bild sieht man ja auch, dass sie auch wirklich merkt, so, also so diese Ablehnung durchaus merkt und dadurch auch nochmal unsicherer wird. Das heißt, strategisch als Verunsicherungsmove ist das tatsächlich auch durchaus geschickt. Okay. Ich dachte, das sollte jetzt so ein Bärtchen vielleicht imitieren. Das ist eine Interpretation, die geht mir zu weit. Das Zivilrecht, er regelt das Strafrecht, er regelt das öffentliche Recht, er regelt die ganze Gesellschaft, die Gesellschaftsstruktur und so weiter. Das heißt, da sind sehr viele Werte drin, die mit unseren Werten nicht vereinbar sind. Was sind denn Ihre Werte? Beispiel... Völlig legitime Frage Ihrerseits, so das zum einen. Und was sie versucht, ist die sogenannte Differenzierungsstrategie. Sie hat ja vorher, hat sie gesagt, der Islam an sich. Und dann hat sie die Differenzierung gemacht, der größte Teil des Islams ist politisch motiviert. Und daraus ergeben sich dann so Folgegeschichten. Ja. Und was Bushido jetzt macht, das ist das, was man so im Debattieren den Maulwurf nennt. Nämlich, er guckt sich an, was sind eigentlich die Prämissen ihrer Argumentation. Weil alles funktioniert ja nur, wenn das irgendwelche Werte sind. Und stellt hier erstmal ganz neutral die Frage, was sind denn ihre Werte? Das ist ein völlig legitimer Move an der Stelle. Er sucht die Schwachstelle. Ja, und ja, warum auch nicht? Weil der Punkt ist, alles, was sie jetzt sagt, so diese Abgrenzung, also warum muss sich unsere Kultur vom Islam abgrenzen, muss ein bestimmtes Fundament haben. Sie sagt selber, es sind die Werte. Was macht er? Er fragt nach, was sind denn ihre Werte? So. Und jetzt ist natürlich sehr spannend, also an dieser Stelle, was sie denn nun sagen wird. Was sind die Werte? Steinigung bei Ehebruch. Ablehnung der Homosexualität. Stopp. Keine Religionsfreiheit. Alles sind Sie nicht lauter auch? Dinge. Ist denn Ihre Partei nicht auch gegen? Alter Verwalter. Werte sind grundsätzlich Dinge, die sich in ein Wort packen lassen. Sowas wie, also wenn es Beatrix von Storch ist, ich spekuliere jetzt mal, sowas wie Tradition, Heimat, Familie oder ähnliches. Was sie hier anführt, Steinigung, Dingens und so, dass das alles nicht mehr, also sie ist auf der Ebene bestimmter konkreter Handlungen, die alle im Bereich des Klischeehaften sind. Sie müsste sie auf die Werte zurückführen, damit... Ja, also sozusagen das, was sie anspricht, sind hier keine Werte, sondern sie macht reine Klischees auf und fällt damit sogar hinter ihre vorherige durchaus differenzierte Analyse, das will ich ihr zugestehen, zurück und macht sich damit natürlich sehr, sehr angreifbar. Okay. Gegen die Gleichstellung der Geschlechter, beziehungsweise dass sie auch etwas gegen also das Anerkennen der Transsexualität, das sozusagen gleichgeschlechtliche Ehe und so weiter und so wir fort. Wir können ja ganz kurz, wir können ja einmal das Thema Islam sozusagen nochmal, weil sind wir gerade davon richtig, weggesprungen. Nur eben warum? Weil sie etwas ansprechen beispielsweise. Sie sagen auf der einen Seite, ja, wir sind für Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Richtig. Angeblich, ihrer Meinung nach, ist der Islam nicht für Gleichberechtigung von Mann und Frau, was natürlich auch völliger Quatsch ist. Völliger Quatsch. Es ist völliger Quatsch. Ja. Und wenn es nicht... Die Frau hat die gleichen Rechte wie der Mann. Wenn eine Frau und ein Mann sozusagen nicht gleichberechtigt... Also, was er gut hinbekommen hat, ist aufzuzeigen, den Eigenwertbruch in ihrer Argumentation. Nämlich, sie... Das, was sie kritisiert an Werten, die der Islam angeblich nicht anhält, das hält sie selber nicht ein. Siehe Geschlechterthema in der AfD, der Antigenderismus, den er anspricht. Übrigens auch sehr interessant, dass Bushido das anspricht, das muss ich auch dazu sagen. Aber das ist grundsätzlich valide, aber jetzt hier so verliert es sich so ein bisschen in der Auseinandersetzung. Was von Storch versucht ist, sie merkt, okay, sie konnte in ihren Widerspruch geraten, versucht deswegen auf das Thema Islam zurückzukommen und jetzt ist sein Erklärungsbogen relativ lang. Also deswegen ist die Stelle gerade noch nicht die stärkste, aber die Grundidee, sie mit der eigenen Widersprüchlichkeit zu konfrontieren, ist gut. Ja, nur danach schwimmt er ein bisschen. Danach schwimmt er ein bisschen, so sieht's aus. Gucken wir, ob er sich fängt. Gesehen werden, dann ist es die falsche Auslegung des Glaubens. Dann hängt es an der Person, die diesen Glauben falsch definiert. Verstehen Sie, es liegt nicht am Glauben, aber sondern relativ immer, verbreitet dann. Das mag sein, da kann ich jetzt im Moment zu und nichts sagen. Aber Sie sagen ja von mir, Sie sind für die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Aber sind Sie auch für Gleichberechtigung zwischen Mann und Mann oder Frau und Frau? Oder wie ist das mit dem Transgender-Problem, was Ihre Partei ja auch komplett ablehnt? Also, wo ist da die Gleichberechtigung? Also hat nur einen Mann und, nur einen Mann und eine Frau? Ich meine, hier haben Sie gerade beide die Kernfrage umschifft. So, und die Kernfrage ist ja die, ist es eine individuelle Entscheidung zu einer bestimmten Ausdehnung des Islam oder ist es tatsächlich eine politische, systemische, gesellschaftliche? So, deswegen kann man dazu jetzt nichts sagen. Aber was Bushido hier sehr clevererweise macht, gerade weil es auch noch Beatrix von Storch ist, die ja dem klerikal-konservativen Flügel angehört, das heißt, in solchen Fragen noch mal besonders konservativ ist, sie deswegen gerade damit zu konfrontieren, ist wirklich eine richtig gute Idee. Verdient sozusagen gleichberechtigt zu sein, weil sie Adam und Eva sind? Oder ist es, was ist mit beispielsweise Nico, der plötzlich irgendwann anfängt zu sagen, weißt du was, ich glaube, ich fühle mich nicht mehr als Mann.
So, ich will jetzt eine Frau sein, das akzeptieren sie doch gar nicht. Also wo ist denn da der große Unterschied zwischen einer Darlegung, ja, einer falschen Darlegung, die nicht okay ist, und zwar solange es gegen den Menschen an sich geht. Ja, also dann lass mich kurz einhaken. Also zunächst mal und zum wieder Thema, der Kopf schön Islam. Runter. Ja, der Islam hat einen politischen Herrschaftsanspruch. Er wirkt aber ich in bin die doch auch Muslim. Warum haben Sie gegen mich nichts? Ich habe gegen Sie nichts, solange Sie sich an die deutschen Gesetze halten. Aber die deutschen Gesetze haben doch... Und diese anerkennen, das sage ich jetzt mal so ganz pauschal, das und Problem ist dass, doch, Sie nicht versuchen, unser Leben zu verändern zu wollen und den Einfluss haben und den Anspruch haben, dass jetzt in den Kindertagesstätten die Essenskultur umgestellt werden müssen, dass die Jungs nicht mit den Mädchen zusammen Schwimmunterricht haben dürfen. Sie hat ja vorher gesagt, mehrheitlich ist im Islam das Problem, dass es eben ein politischer Islam ist. Jetzt kommt sie wieder zu dem, was ja ihre prinzipielle Position ist, nämlich der Islam. Das heißt, die Differenzierung wird wieder rausgenommen. Was Bushido macht, Induktionsargument, wenn es der Islam ist, ich bin auch ein Mensch islamischen Glaubens, konfrontiert er sie nochmal. Das ist grundsätzlich gut. Und was sie jetzt macht, ist zu sagen, dieser Islam, dieser politische Islam, es geht hier um den Herrschaftsanspruch dieses Islams. Das ist durchaus etwas, wo er ehrlicherweise sagen muss, das kann man tatsächlich so vertreten, dass es dort erstmal ein Problem gibt. Deswegen ist es schon spannend, also der hier hat sie eine Begründungsebene gefunden, die funktionieren kann. Allerdings ist es nach wie vor gut, dass Bushido sie auf ihre Widersprüchlichkeit hinweist. Meinen Sie jetzt die Essenskultur auf Schweinefleisch bezogen? Das sind Beispiele. Das sind Beispiele. Aber dann müssen Sie doch dafür, dass wir uns anpassen müssen. Richtig, aber an andere. Richtig, haben Sie vollkommen recht, wenn Sie das so sehen, das ist Ihre Meinung. Aber wenn Sie jetzt beispielsweise die Esskultur im Kindergarten ansprechen und sagen, pass mal auf, warum müssen wir jetzt hier Rücksicht nehmen auf die jetzt irgendwie kein Schweinefleisch essen dürfen? Was ist denn mit Veganern? Was ist denn mit Vegetariern? Mit christlichen Veganern beispielsweise, die essen auch kein Schweinefleisch, die essen kein Rindfleisch und die essen auch kein Hühnchen. Die trinken nicht mal Milch und auch keine Eier. Das heißt, es ist auch noch komplizierter, als einfach nur zu sagen, pass mal auf, wir wollen einfach der Unterschied ist nur, dass sie nicht den Anspruch haben, dass die Küche umgestellt wird, dass wir jetzt doch, getrennt werden. Die Küche muss umgestellt werden für einen Veganer, die Küche muss umgestellt werden für einen Vegetarier, die Küche muss umgestellt werden für einen Juden, denn die Juden essen auch kein Schweinefleisch. Ja, also und die Küche muss umgestellt werden für einen Moslem, weil meine Kinder dürfen kein Schweinefleisch essen im Kindergarten. Das heißt, dann sind doch all diese 5, 6 verschiedenen Gruppen, die ich gerade aufgezählt habe, haben doch eins gemeinsam. Sie wollen oder dürfen 2 von diesen 5 vielleicht aus religiösen Gründen und die anderen 3, Vegetarier, Veganer etc., aus persönlichen Überzeugungen, ja, aus Tierliebe etc., dann muss doch alles umgestellt werden. Dann ist doch der Islam in diesem Feld doch kein Problem. Wir haben in ganz vielen Bereichen das Problem, dass wir immer sagen, aus Toleranzgründen oder eben wegen der Religionsfreiheit, insbesondere wir haben die Probleme in dem Bereich mit den Muslimen eben am intensivsten, müssen wir das jetzt so machen. Und wir fangen an, das Schweinefleisch direkt zu streichen. Das hat dramatische Folgen für Teile der Deutschen. Jetzt begibt sich auf jeden Fall von Storch auf einen Abweg mit dramatischen Folgen. Das auf jeden Fall. Davor muss ich sagen, leichter Punktsieg. Tatsächlich leider Gottes aus meiner Sicht für Beatrix von Storch. Und zwar aus folgendem Grund. Sie hat gesagt, es geht ihr darum, dass die den Anspruch erheben. Das heißt, es geht um die ideelle Einflussnahme. Und was Bushido gemacht hat mit seinen verschiedenen Beispielen, ist zu sagen, es besteht die Notwendigkeit. Aber sie hat ja nicht, ihr ging es nicht um die Notwendigkeit, es umzustellen. Da hat er ja durchaus recht, sondern ihr ging es darum, dass die den Anspruch explizit formulieren. Und also ich sage mal, der Veganerbund zum Beispiel hat jetzt noch nicht unbedingt sowas gefordert. Dadurch, dass sie immer auf dieser Ebene des politischen Anspruchs ist, kann man das durchaus so vertreten. Allerdings hat Bushido zumindest recht, dass es in der Konsequenz auf selbe hinausläuft. Sie ist aber nicht bei der Konsequenz, sondern sie ist beim Anspruch. So, wenn sie jetzt aber sagt, das hat dramatische Folgen, ja, dann muss ich sagen, also ich weiß ja nicht, was jetzt noch kommt, aber es tendiert schon in Richtung absurd. Dann hören wir uns mal die Folgen an. Bevölkerung und das gehört irgendwie mit auch zu unserer Kultur, dieses Angebot zu haben. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, also Ihre dramatischen Folgen sind einfach nur, dass Schweinefleisch zur Kultur gehört. Ja, also ich meine, sozusagen, das heißt ja, was sie macht ist, natürlich ist Schweinefleisch immer noch ein Beispiel, aber es war vor allem auch ein Symbol. So. Aber also die Kultur an dieser Stelle wesentlich auf den Konsum von Schweinefleisch irgendwie runterzubrechen, ist also schon... Also, absurd. Absurd wird die AfD gerne mal. Die Kultur mit Schweinefleisch zu definieren, Schweinefleisch... Sehr schön. Ist, und dann das Lachen dazu. Gerade im Moment. Dieses,
Okay, scheiße. Ich habe festgestellt, dass du mich voll erwischt hast. Ich darf jetzt aber nicht dämlich aussehen. Ich überlege mir irgendwas, um es zu überspielen. Und habe es damit genau geschafft. Muss man ehrlicherweise sagen. Ja, ja, man kann es immer... Und es ist auch bewiesen beispielsweise. Und deswegen sage ich ja noch einmal, deswegen finde ich ja sogar die Leute, die kein Schweinefleisch essen, sogar eigentlich echt sinnvoll. Es ist auch ungesund. Schweinefleisch ist bewiesenermaßen ungesünder als andere Fleischsorten. Ich esse es auch nicht gerne. Also ich meine, ich esse es, aber ich esse es nicht besonders gerne. Also, und es gibt... Stopp. Man kann sich... Jetzt überlegen wir uns mal, was hier passiert ist. So, Kultur. So, die Kultur muss geschützt werden. Woran macht sich die Kultur fest? An Schweinefleisch. Das heißt, Schweinefleisch, Ausdruck der Kultur. Mhm. Bushidos Argument, Schweinefleisch ist ungesund. Ihre Antwort, ich esse auch nicht gern Schweinefleisch und nicht ungern. Jetzt hätte Bushido natürlich die sehr stringente Schlussfolgerung machen können. Das heißt, sie sind gar nicht Teil der deutschen Kultur. Damit hätte er sie aber so richtig gehabt. Mhm. So. Aber ja, leider nicht passiert. Wäre aber ein geiler Move gewesen. Man kann sich daran verbeißen. Nein. Der Ursprungspunkt war... Das ist unfreiwillig witzig. Wir sollten uns nicht beim Thema Schweinefleisch verbeißen. Ah ja. Einfach nur, dieses Zitat von Ihnen fand ich sehr pauschal. Weil Sie auch gesagt haben, ja, wir sind hier immer so tolerant und bla bla bla. Tolerant sollten wir auch alle sein. Das ist ein menschliches Grundgesetz sozusagen. Dann sagen Sie, ja, nur wegen der Religionsfreiheit. Frau von Storch, Religionsfreiheit ist doch mit im Grundgesetz verankert. Und ich würde mal sagen, ich finde jetzt irgendein Gesetz, was jetzt gerade regelt, dass mein Hund da nicht auf die Wiese machen darf. Ja? Finde ich jetzt, können wir auch drüber reden. Aber ich finde doch, ein Grundgesetz ist doch von seiner Gewichtung so wichtig, dass man ja die Religionsfreiheit ja nicht ohne Grund in das Grundgesetz sozusagen verankert. Sehr schöne Gestik, also wirklich diese Gewichtung des Grundgesetzes da zu bringen. Und da muss ich jetzt sagen, also bin ich wirklich sehr positiv überrascht. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Bushido in dem Maße sich in seiner Argumentation aufs Grundgesetz stützt und dass er offenkundig ein derartiger Verfassungspatriot ist. Und das ist natürlich auch ein geiler Move, ne, der AfD vorzuwerfen, ja faktisch mit ihren Forderungen nicht auf dem Boden des Grundgesetzes zu sein. Und das auch so klar, weil er ja vorher oft rumgeeiert hat. Aber gerade war es ja wirklich ohne Wenn und Aber. Das war hier sehr gelungen erstmal. Also er baut den Angriff auf und bis dato ist alles gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Machen wir. Punkt ist nur, dass und dann können Sie doch nicht so sitzen und sagen, ach wissen Sie was, wir sind hier viel zu tolerant. Jetzt müssen wir im Kindergarten die Küche umstellen. Ja? Es gibt so viele andere Menschen, die auch dieses Schweinefleischproblem haben. Religionsunabhängig. Das heißt, dann müssen wir bitte dieses Thema ausklammern und dann dürfen wir das aber nicht in der Argumentation mit aufnehmen, weil ich ganz ehrlich sagen muss, Frau von Storch, das Einzige, was hier passiert und gerade auch mit Ihrer Partei ist, so wie ich das mitbekomme, wissen Sie, Sie bieten nicht wirklich eine Lösung an, ja, so wie ich das jetzt mitbekomme, weil das Einzige, worauf das abzieht, ist, Sie haben ein Gespür für eine gewisse Gefahr oder für einen gewissen Unmut, der sich im Volk breit gemacht hat, ja, und nutzen das aus, um über diesen Unmut sozusagen ihre Prozente zu machen. Und das finde ich persönlich sehr, sehr gefährlich. Mehr den zweiten Teil, diesen Unmut, ne, damit Prozente machen und so, völlig, ne, völlig klar, gehe ich mit. Der Angriff zu sagen, sie bieten keine Lösung an, den halte ich für nicht so gelungen. So, der Punkt ist nämlich, tatsächlich hat die AfD eine Lösung. Diese Lösung ist allerdings inhuman, völlig inakzeptabel und außerhalb des Bodens des Grundgesetzes. Und deswegen glaube ich nicht, dass die Attacke jetzt optimal gefahren war. Weil, wenn er gesagt hätte, die Lösungen, die sie anbieten, sind nicht auf dem Boden des Grundgesetzes, weil dort zum Beispiel steht, die Würde des Menschen und nicht die Würde der Deutschen ist unantastbar. Und weil ganz offenkundig so eine Obergrenze wohl nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Das wäre der stärkere Angriff gewesen im Vergleich zu dem doch sehr pauschalen, sie bieten keine Lösung an, weil, das muss man ehrlicherweise sagen, sie haben Lösungen, die sind aber für ein Gemeinwesen, was sich als demokratisch versteht, ja, schlichtweg indiskutabel. Stimmt. Mehr sage ich dazu jetzt erstmal nicht. Ist das dann nicht eine Pauschalisierung eines Glaubens, die vor allem in der ganzen Bevölkerung so eine Angst gegenüber einer Religion schürt, die dann für Sie als AfD offensichtlich mit den Punkten, mit den Wegen, also wo Sie hingehen wollen mit Ihrem Bild von Deutschland, eine Ausgrenzung von all dem, was hier neben Ihnen sitzt, obwohl Sie sagen, er ist im Prinzip ein integrierter Deutscher? Nein. Was heißt integrierter Deutscher? Ich bin Deutscher. Lassen wir mal integriert weg. Nee, genau. Er ist Deutscher, nicht integriert. Er hat einen Migrationshintergrund durch einen Elternteil, aber hier geboren, hier aufgewachsen, deutscher Pass, also Deutscher. Also das ist gar nicht an der Stelle das Thema. Es ist ein Deutscher mit muslimischen Glauben. Kein Problem. Trotzdem benutzen Sie seinen Glauben.
Doch, ist es doch. So, weil die entscheidende Frage ist ja auch tatsächlich, oder eine der entschiedenen Fragen, die auch gerade die AfD aufmacht, ist ja die, was heißt es genau, ein Deutscher zu sein? Und es gab ja in Deutschland die Auseinandersetzung, einerseits so wie es früher war, das sogenannte Jus Sanguinis, also das Blutsrecht, so, wo es dann um die Abstammung geht. Und jetzt, wo es dann endlich modernisiert wurde, zum Jus Soli, also zum Recht des Bodens, also wo ist jemand groß geworden? Das heißt, dass man weggeht von der Abstammung hin zur Kultur. Und der Punkt ist, dass die AfD gerade an dieser Stelle ja die Zeit zurückdrehen will, hier sie aber so tut, als wenn sie eben diesen gesellschaftlichen Modernisierungsschritt mitgegangen ist. Das heißt, an dieser Stelle widerspricht sie grundsätzlich der Programmatik ihrer Partei, weil sie natürlich weiß, dass es in dieser Situation eine Form von Konfrontation wäre, die ja von dem Kollegen, weiß jetzt nicht, wie er heißt, gut aufbereitet wurde. Von Nico. Nico. Okay. Per Pauschalisierung als im Prinzip. Nein, ich stelle einfach nur fest, dass dieser Glauben, so wie er in der Welt vorherrscht und so wie er in allen, in seinen allermeisten Auslegungen interpretiert wird, diesen politischen Herrschaftsanspruch hat. Und ich sehe nicht den Aufschrei. Ich sehe, dass es in Berlin eine Muslimin gibt, die eine liberale Moschee gründen will, wo sie sagt, Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Die beten zusammen. Und diese Frau kann nur noch mit Polizeischutz existieren, weil das auch aus der muslimischen Gemeinde heraus nicht anerkannt wird. Da gibt es ein paar vielleicht um sie herum, die das unterstützen. Aber ansonsten hat sie es nur mit Ausgrenzung ist die nette Form zu sagen, mit Anfeindung, mit Bedrohung und mit Lebensgefahr zu tun, weil sie genau das fordert. Männer und Frauen gemeinschaftlich beten beispielsweise. Das geht schon gar nicht und das kommt aus der muslimischen Gemeinschaft. Das ist im Namen des ansonsten überwiegend praktizierten Islam. Ich wünschte mir, dass Frau Artis Erfolg hat und dass sie den Islam so reformiert, wie sie das tut, aber sie kann dies nur noch unter massivem Polizeischutz tun. Das muss einem doch zu denken geben, denn die Gefahr gegen die Frau geht nicht aus von den Christen oder den Buddhisten oder den Atheisten, sondern von den Muslimen. Wäre es dann nicht aber andersrum auch eine Forderung an Sie oder an die AfD, offen für diese Frau einzustehen und das auf Plakate zu schreiben, dass man gemeinsam betet? Ja, ist es nur nicht an uns, den Islam zu reformieren. Ja, der Islam muss reformiert werden und wir sehen, es gibt da ein, ich sag mal... Ich meine, was sie macht, ist, sie sucht sich ein Beispiel raus. Das ist auch ein durchaus gutes Beispiel für ihre Argumentation, das wird zugestehen. Nur der Punkt ist, das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, die AfD braucht den Islam ja auch als Feindbild. Nehmen wir mal an, Frau Attes hätte Erfolg und der würde sich reformieren, dann hätte die AfD ja ein Problem, weil ihre Politik immer auf diesem Feindschema basiert. Das heißt, einerseits klagt sie ein oder fordert etwas, was andererseits ihr vollends in die Hände spielt, damit sie eben ihre islamophobe Politik weiterfahren kann. Ja. Das, was da passiert ist, worüber sie sich beschwert, ist quasi das Beste, was ihr passieren konnte. Politisch, strategisch muss man es traurigerweise so sagen. Ja. Ein Leuchtturm, der das versucht unter Einsatz ihres Lebens, sie riskiert ihr Leben dafür, das ist gut und das ist richtig, aber die Reformation des Islam, die kommt nicht von der AfD, sondern die muss aus dem Islam kommen. Ich glaube, da verlangt man ein bisschen viel von einer Partei zu sagen, das müssten wir jetzt machen. Richtig. Wenn die AfD Deutschlands... Das ist ja schon spannend. Erstmal, sie sagt nicht Aufklärung innerhalb des Islams, sondern Reformation. So, die Reformation war innerhalb des Christentums eine Spaltung dessen, in Protestantismus und Katholizismus, wo man sich ernsthaft mal die Frage stellen kann, also warum soll der sich denn jetzt nochmal spalten? Ne? Also es gibt Sunniten, Schiiten und alle möglichen anderen. Wenn überhaupt, dann kann sie eine Aufklärung fordern. Also das ist das eine. Aber wenn sie eine Aufklärung fordert, dann ist es auch wiederum etwas, wo man sagen muss, das ist auch eine sehr eurozentristische Sichtweise. Also wir gucken sozusagen auf die, ne, wie die das dann entsprechend machen. Und wenn sie es von außen fordert, aber andererseits sagt, der muss vom Islam selbst kommen, dann ist dort wiederum ein performativer Widerspruch, weil so jemand wie Bushido zum Beispiel, der könnte durchaus diese Forderung erheben, aber sie sagt, einerseits muss von innen kommen, fordert es aber von außen und da ist die Schwierigkeit und dann hat sich auch noch vergaloppiert, weil sie meinte sicherlich Aufklärung, sagte aber Reformation. Und sie hat sich selbst schnell aus der Affäre genommen, obwohl Nico da ja vollkommen folgerichtig eingehakt hat. Ja. Regieren möchte, dann muss sich doch die AfD um deutsche Probleme kümmern, so. Und das ist ein deutsches Problem. Was ist ein deutsches Problem? Jetzt, das Problem mit dieser Dame dort und mit der Moschee und mit diesen Anfeindungen und sowas alles, ist ein Problem, welches in Deutschland stattfindet. Es ist ein Problem, das die Muslime haben. Das ist doch ja, exakt der Punkt. Es geht genau um die muslimischen... Ja, aber wissen Sie, was ich damit meine, ist doch Folgendes. Wenn ich ein Problem mit meinem Nachbarn habe, ja, natürlich ist es ein Problem zwischen dem Nachbarn und mir, aber trotzdem kommt doch dann beispielsweise die Polizei oder der deutsche Staat, gibt mir die Möglichkeit, sozusagen dieses Problem mit zu lösen.
Verstehen Sie, was ich meine? Da sagt man ja auch nicht, im Moment, das ist ja Ihr Problem und das Problem Ihres Nachbarns. So. Aber man muss doch miteinander versuchen, da irgendwie voranzukommen. Und aber das Problem, was dort, was die das, Frau Artes hat, ist kein Problem, dass es, was sie hat mit Deutschland oder mit den deutschen Nachbarn, sondern sie hat es mit der muslimischen Gemeinschaft. Ja, aber mit Sie müssen ihr doch zur Seite stehen, Gläubigen, das meine ich doch damit. Warum stehen Sie dann ihr nicht offen zur Seite und sagen, passen Sie mal auf, waren Sie schon mal dort? Ich war noch nicht dort, aber der Punkt ist, Sie müssen dorthin gehen, nicht ich. Schön. Ja, um Sie zu unterstützen als Moslem, Sie zu unterstützen und sagen, deine Religion, so wie du unseren gemeinsamen Glauben lebst. Warum gehen wir nicht zusammen dahin? Ja, dann gehen wir doch mal gemeinsam hin. Das ist doch meine. Das wäre nämlich vielleicht mal ein Ansatz, den ich sehr interessant finde. Nein, ich finde, weil wir wieder an dem Punkt sind, wir dürfen das nicht hin und her schieben. Ja, genau. Das sind unsere Probleme. Da will ich nämlich darauf hinaus, weil ich oft das Gefühl habe, dass der Sprech von AfD-Plakaten, und da bin ich genauso, die sprechen genauso sofort, die haben so eine Wirkung. Man hat Wokas, wir stehen auf Bikinis. Genau, solche Sachen. Und das ist ein Schüren von Angst und von Ausgrenzung und nicht von Integration. Richtig. Ich bin der Meinung, man spielt einfach mit Ängsten, man spielt mit Klischees und man spielt mit Vorurteilen und versucht darüber, Leute zu bekommen, die einem dann das Kreuz machen am Ende. Das, was Sie hier sagen, bietet an einer oder der anderen Stelle ja sogar diese Möglichkeit von Gemeinsamkeit. Und wenn Sie beide zusammen dann in die Moschee gehen und dafür offen antreten, dann ist das gut. Aber das passiert. Aber lassen Sie mich an der Stelle noch etwas sagen. Das war natürlich jetzt, also für Sie, sie war schon ordentlich in der Defensive, ne? Und dann kommt so dieses Angebot. Und da macht sie natürlich das, was sie folgerichtigerweise machen muss und sagt, ja, na klar, gehen wir denn da gemeinsam. Sicherlich hat sie da keinen Bock drauf, aber sie weiß, dass der rhetorische Geländegewinn in der Situation da deutlich drüber steht. Und ich meine, in der Situation, ich meine, es ist natürlich schon so, wenn beide mit im Prinzip derselben Aussage kommen gegen sie, und das sieht man jetzt hier auch sehr schön, beide so mit Fokus auf Frau von Storch und sie so schön so zurückgezogen. Aber der Punkt ist, sie haben ja auch recht. Sie haben ja auch recht einfach damit, dass sie sagen, das, was ihr dort macht, ist das Schüren von Ängsten. Und es ist natürlich schon spannend, wie sie jetzt echt in den Rechtfertigungsmodus geht. Mal schauen, wie der ausgeht. Berechtigterweise, keine Frage. Aber das gerade, würdest du sagen, das war ein Fehler von Bushido, ihr das anzubieten, weil sie war ja sehr an der Defensive und dadurch, dass er gesagt hat, wie wäre es denn, wenn wir zusammen dahin gehen, und sie meinte, ja klar, machen wir, haben sie sich ja quasi geeinigt. Also es war nicht unbedingt nötig, aber er hat ihr dann aber schon implizit abgenötigt, es tatsächlich mal zu machen. Und das heißt ja auch, dass sie sich dann eben auch mal mit dem Islam auseinandersetzen muss. Und zwar auch in einer höheren Differenziertheit, als sie das jetzt hier so tut. Deswegen kann man es machen. Es wird halt wahrscheinlich nicht passieren. Da gehe ich auch von aus, ehrlich gesagt. Hat sie einfach nur in der Diskussion den Landgewinn gehabt und das fein raus. Das ist ungefähr so wie anderswo in der Wahlarena, wo dann natürlich die Versprechen kommen, ich helfe, ich kümmere mich etc. Selber. Niemand wird jemals darauf zurückkommen zu sagen, was ist denn jetzt, Frau von Storch? Naja, ihr habt ja die Möglichkeit dazu. Was ist denn jetzt, Frau von Storch? Also, schauen wir weiter. Wir schauen weiter. Sagen. Also ich gehe gerne mit Ihnen zu Frau Artes in die Moschee. Der Punkt ist, das Problem, das Frau Artes hat, das bin nicht ich. Sondern das ist die muslimische Gemeinschaft. Das sind die Muslime in Deutschland. Das ist ihr Problem. Die Gefahr, die für sie droht, kommt nicht von uns, sondern von den Muslimen. Okay, weil die Muslime das nicht anerkennen. Und deswegen sage ich, sollen die Muslime in ihre Moschee gehen und in ihrer Moschee beten, um damit anzuerkennen, dass das die Art ist, wie sie den Islam reformieren wollen, weil sie für eine Reformation des Islam tatsächlich eintritt. Deswegen ist der Beitrag, den ich dort leiste, ein geringer, denn ich anerkenne das, was sie macht. Aber sie hat mit mir nicht das Problem, sondern mit den Muslimen. Glauben Sie, dass alle ihre Wähler das anerkennen, was sie da macht? Der versucht, den Islam zu reformieren, unbedingt. Ja. Weil unsere AfD-Wähler, glauben Sie, dass die dafür sind? Das war ein großer Vorschuss an Ihre Wählerschaft. Wollte ich gerade sagen. Ich als Otto-Normalverbraucher eine kurze Interessenfrage. Sie finden ja viele Sachen ganz gut, was so die amerikanische Regierung antrifft. Sie sind ja auch ein Trump-Sympathisant, wenn man das mal so sagen darf, oder? Nee, wenn Trump ich, finden Sie ganz gut. Kann ich jetzt was sagen dazu? Es geht immer am besten direkt. Mhm. Wir haben gesagt, wir sind weder für noch gegen Trump oder Putin, aber jetzt mit Blick auf Trump. Wir warten gespannt, was wir. Also, er als Otto-Normalverbraucher ist Quatsch. So, ne? Also egal, ob wir es jetzt am Steuersatz festmachen oder an was auch immer. Aber so zur Vorbereitung der Frage, okay.
ist ja auch sehr spannend, was jetzt kommt, aber hier muss man auch wiederum ganz klar sagen, also was sie wiederum macht, ist in dieser Situation mal wieder eine ordentliche Flexibilität an den Tag zu legen, weil natürlich hat die AfD damals Trump begrüßt, weil der ja die Migrationspolitik macht, die sie eigentlich befürwortet, und natürlich gibt es sehr, sehr viele Äußerungen, insbesondere von Alexander Gauland und anderen, wo sehr klar erkennbar wird, dass sie eben auch einen sehr russlandfreundlichen Kurs haben. Sie fordern ja zum Beispiel auch die Aufhebung der Sanktionen. Also hier haben sie inhaltlich, und sie versucht jetzt hier schon wieder zu rudern. So. Wobei mir noch nicht ganz klar ist, worauf sie hinaus wollen, indem sie sagen, sie sind doch für Trump und sie sind doch eigentlich auch für Putin. Und sie hat aber ja gerade im Namen der Partei geantwortet. Also, interessanterweise. Und damit hat sie nicht das wiedergegeben, was zum einen bei ihnen tatsächlich programmatisch nachlesbar ist und zum anderen auch nicht das, was führende Vertreter ihrer Partei, nenne als Beispiel Alexander Gauland, tatsächlich definitiv und nachvollziehbar gesagt haben. Ich verstehe nicht, wieso sie das gemacht hat. Also war das einfach nur blöd, weil Bushido hat ja sie als Person angesprochen und sie antwortet dann im Namen der Partei, obwohl sie selber ja da deutlich flexibler hätte antworten können als im Namen dieser Partei, bei der du ja auch direkt wusstest, so, ah, da war aber das. Ja, ich meine, wir dürfen an der Stelle nicht ganz vergessen, sie ist ja stellvertretende Bundesvorsitzende der Partei. Also grundsätzlich hat sie ja auch ein gewisses Mandat für die Partei zu sprechen. Das ist die eine Ebene. Und die zweite ist, dass sie ahnt, also den Instinkt hat sie ja, dass jetzt hier gerade was vorbereitet wird. Und weil sie ja auch ahnt, dass mindestens Trump nicht sonderlich beliebt ist, insbesondere bei der Fanbase, die sie möglicherweise abgrasen will und wahrscheinlich Putin jetzt auch nicht die höchsten Popularitätswerte hat. Deswegen geht sie sozusagen schon mal präventiv in die Defensive, noch nicht wissen, was jetzt kommt. Bin auch sehr gespannt. Genau, meine Frage hat aber darauf abgezielt, dass sie direkt den Kopf aus der Schlinge ziehen wollte, bevor sie überhaupt umgelegt wird und sagt, ja, wir sind wieder für oder gegen ihn. Aber genau da hätte sie doch viel mehr Spielraum gehabt, wenn sie einfach von sich ausgegangen wäre. Weil auf die Aussagen der Partei kann man sie direkt festnageln. Natürlich auch auf ihre eigenen, aber da sind wahrscheinlich deutlich weniger Angriffsfläche, als wenn man die ganze AfD zum Ziel hat. Ich gebe dir vollkommen recht. Sie hätte sagen können, meine persönliche Meinung ist die. Allerdings hätte die Strategie einen Nachteil gehabt. Dann hätte nämlich Bushido relativ einfach nachfragen können, das ist ihre Meinung, aber was sagt denn ihre Partei dazu? Und dann hätte er möglicherweise einen Widerspruch zwischen ihr und der Partei konstruiert, und dem Angriff wollte sie sich natürlich nicht aussetzen, weil das hätte innerparteilich für sie einiges bedeutet. Ja. Und da kriselt es ja eh. Richtig. Und da muss jetzt nicht noch mehr Öl ins Feuer gegossen werden. Guter Punkt. Was der für Politik macht, ich finde keinesfalls alles gut, was er macht. Aber und auch nicht alles schlecht. Und nicht, alles schlecht, was er macht. Also das heißt, wir gucken uns an, auch was ist in unserem Interesse, was ist nicht in unserem Interesse, okay, und so weiter. Aber jetzt eine Frage? Okay. Keine pauschale Verordnung. Okay, alles klar. So. Und jetzt mal eine Frage. Sie haben bestimmt mitbekommen, da gab es, glaube ich, in den letzten Wochen, war das entweder letzte oder vorletzte Woche, gab es ja irgendwie auch dieses riesige Aufeinandertreffen zwischen so Neonazis in Amerika. Da gab es so Demos und da gab es eine Gegendemo. Und kurz vor Ende der Gegendemo ist ja da irgendwie auch nur so ein verrückter Typ im Auto reingefahren. Da sind ja auch Leute gestorben. Und Trump hat sich davon nicht distanziert. Er hat in seiner Erklärung nicht das verurteilt, was sie die ganze Zeit von den Muslimen in Deutschland verlangen. Und jetzt meine Frage, warum, wie sehen Sie das? Ja, ist es, also stopp mal. Die Frage richtet sich an. Sauber vorbereitet. Also beim Boxen würde man wahrscheinlich sagen, ne, irgendwie so, der Boxer hat ein Skript im Kopf, wie er den Angriff fahren will, mit klarer Erläuterung und mit einer klaren Fragestellung, nämlich, wie sehen Sie die aggressiven Kulturschützer innerhalb eines bestimmten Raumes, gerade in Analogie zu dem, den sie eigentlich gut finden. Sauber vorbereitet. Es ist trotzdem, also ich meine, von Bushido können wir jetzt keine Höflichkeit erwarten, so, das ist auch klar. Aber es ist trotzdem aus meiner Sicht strategisch nicht klug, er soll sie doch erstmal reden lassen, weil die Wahrscheinlichkeit, weil der Angriff so gut vorbereitet ist, dass sie sich irgendwie in Widersprüche oder Ähnliches versteckt, ist relativ hoch. Deswegen halte ich es für nicht klug, dass er ihr quasi sofort wieder ins Wort fällt, weil er damit schon signalisiert, eigentlich ist es mir scheißegal, was du sagst, so, aber er sollte vielmehr warten, was sie sagt, um dann möglicherweise noch einen draufzusetzen. Danach wollte ich auch noch fragen, weil ein großer Fehler ist, den er macht, meiner Meinung nach, weil er ihr das Wort abschneidet, und wenn sie es zulässt, dann denkt sie, gut, ich war gerade gefragt und habe irgendwie versucht, mich zu retten, aber schön, wenn ich nicht mehr sagen muss, dann ist gut. Und wenn sie ein Argument hat, das sie durchbringen will, dann macht sie das sowieso. Naja, und vor allem damit kann sie dann natürlich sich auf diese Schmollposition zurückziehen, so im Sinne von, du willst ja eigentlich gar nicht, dass ich antworte. Und damit liefert ihr natürlich auch wiederum eine Vorlage, sich aus möglicherweise unangenehmen Situationen zurückziehen zu können. Ja. Nicht gut. Nicht gut, das kann man genauso klar verurteilen, da kann man genauso klare Worte zu finden. Haben Sie sich klar distanziert? Ja, also das hätte er machen sollen, und wir haben das, wir haben wenn das Sie gesagt. Jetzt, Sie wären jetzt Präsidentin von Amerika, hätten Sie ganz knallhart gesagt, und pass mal auf, das ist genauso scheiße wie die ganzen anderen Sachen. Ja, selbstverständlich. Wirklich, ja? Selbstverständlich. Wow. Das ist, also... Glaube ich nicht. Ja, das...
Sie sagt erst, man kann sich davon distanzieren, man kann das klar verurteilen. Und dann ist es genau folgerichtig, die Frage zu stellen und zuzuspitzen. Gesetzt den Fall, Sie wären die Präsidentin, hätten Sie es getan, um dann ihr aufzuzeigen, okay, sie macht das, weil sie ahnt, wenn sie jetzt nicht Ja sagt, ne, dann hat sie wieder hier ordentlich was verloren. Und damit hat sie sich aber schon darauf festgelegt, dass bestimmte Auswüchse der Verteidigung einer Kultur zu verurteilen sind. Und das heißt ja dann im nächsten Schluss, dass bestimmte Dinge, die zum Beispiel manche Anhänger der AfD sagen oder machen, oder auch bestimmte Äußerungen ihrer Partei, in Klammern Bernd Höcke, dass die dann natürlich auch verurteilungswürdig sind. Und deswegen also sehr gut vorbereitet. Weiterhin. Das steht Ihnen frei, ja. Es gibt so einen Begriff, der schon ein paar Mal gefallen ist und den Sie auch selber schon benutzt haben, den der Integration. Was nach meiner ganz persönlichen Auffassung natürlich der wichtigste Grund ist, womit man, oder der wichtigste Impuls ist, womit man so ein Land oder überhaupt die Gemeinschaft auf dieser ganzen Welt dazu kriegt, gemeinsam in die Zukunft zu gehen, mit positiven Gedanken, mit sich gegenseitig unterstützen. Die direkte Frage, was glauben Sie, wer von Ihnen beiden tut mehr für die Integration in Deutschland? Ich. Wie kommen wir zusammen? Ladies first. Nein. Was wir versuchen zunächst einmal, die Verhältnisse in unserem Land so wiederherzustellen, dass wir hier überhaupt die Probleme in den Griff bekommen. Denn das, was jetzt an Integrationsleistungen gefordert wird, nämlich 1,5 Millionen Flüchtlinge bei uns zu integrieren, das wollen wir. Wow. Die Gänsefüßchen. Wow. Also, gehen wir es mal kurz der Reihe nach durch. Bushido wird das für sich in Anspruch nehmen, weil er eine bestimmte Musik macht, damit Leute anspricht etc. So. Sie will nicht als Verliererin vom Platz gehen und erklärt aber gerade, warum sie eigentlich nicht integrieren wollen. Das heißt, sie widerspricht mit dem, was sie jetzt sagt, dem, was sie vorher gemacht hat. Und in dem Moment, wo sie genau diesen Move macht mit den Flüchtlingen, das geht natürlich in Richtung ihrer eigenen Fanbase, also in Richtung der Anhängerschaft der AfD, weil sie es ja tatsächlich in Zweifel ziehen. Sind das wirklich Kriegsflüchtlinge etc.? Aber diesen Menschen, diese Schutzwürdigkeit durch diese Gänsefüßchen abzuerkennen, das ist ja gerade damit nimmt sie ja eine ganz wesentliche Voraussetzung, um überhaupt erstmal humanitär wirken zu können, um überhaupt Integration zu machen. Das heißt, auf der einen Seite sich so hinzustellen, ich, und dann zu erklären, warum ich eigentlich nicht. Ja. Hat sie sich gut selbst ein Bein gestellt? Deutlich. Nicht. Ja, das wollen wir gar nicht, weil wir sagen, ein großer Teil von denen sind nach deutschem Recht ausreisepflichtig, die müssen abgeschoben werden. Das ist schon, die sind durch unsere rechtsstaatlichen Weg sind die schon gegangen, die haben eine Ausreiseverpflichtung, die müssen wieder gehen. Und ein anderer großer Teil. Wie kann man sowas sagen? Das ist der deutsche Rechtsstaat, der das ausgeurteilt hat. Lassen Sie mal den deutschen Rechtsstaat mal ganz kurz beiseite. Wie kann man das als Mensch, wie kann man als Mensch so etwas sagen? Wie kann man als Mensch einem anderen Menschen die Hilfe verwehren? Wie kann man das nur machen und sich dann darauf berufen, dass da irgendwas nicht so ganz ist, wie Sie sich das so. Also okay. Ich muss an dieser Stelle ganz klar sagen: Meine zweite Überraschung des Tages oder des Abends. Bushido als Humanist. Aber es ist schon, also ich nehme ihm das ab, so, das ist erstmal ganz klar. Und das Interessante bei von Storch ist ja, dass sie sagt, das ist das, was die Gerichte geurteilt haben. Sie haben aber selber, indem sie den Diskurs verschärft haben, indem sie auch die Union vor sich hergetrieben haben und damit auch indirekt dafür gesorgt haben, dass es Asylpaket 1 bis 2 gibt, ja auch da durchaus dafür, sie wollen ja auch gerade, dass die Gesetze so sind, wie sie sind, zieht sich jetzt aber auf die Verteidigung zurück im Sinne von, die Gesetze sind so. So. Und was er dann hier macht, ist schon interessant, da eine ganz andere Ebene hineinzubekommen, was sie dann wiederum macht als Versuch, weil sie schon merkt, okay, auf dieser Ebene des Humanismus kann er nicht gewinnen, deswegen gibt es wieder das Unsicherheitslachen. Ja. Wie findest du die, ich sag mal, Performance von Bushido? Also sowohl die Gestik als auch, wie er die Stimme einsetzt und was er sagt? In einem Wort, sauber. Super stark. So mit diesem, oh Gott. Ja? Also das würde ich sagen, das heißt, nicht nur, ich finde es argumentativ gut, sondern auch in der Art und Weise, wie er es darstellt und wirklich die Empörung, die er auch wirklich zum Ausdruck bringt, die ich ihm auch abkaufe und die er auch wirklich durch die Art und Weise der Gestik und Mimik sehr, sehr schön darstellt und man merkt auch, wie sie selber total am Rudern ist, wie sie jetzt auch so zurückgeht in dieser Situation. Also es ist eine ganz starke Szene von Bushido. Mhm. Auch, was sagst du zu der Wortwahl? Also es ist in erster Linie so rhetorische Fragen, wie kann man sowas sagen? Genau, also mehrere rhetorische Fragen, noch dreimal wiederholt, immer noch mal mit der Stimme ein bisschen höher, um wirklich Pathos in die Situation zu bekommen, das ist rhetorisch stark. Okay. Also
dass man das menschlich verantworten kann. Das frage ich mich. Natürlich, also, dass wir uns nach den Gesetzen richten müssen, bin ich ihm völlig... Genau, und diese Gesetze, haben geprüft, ob die Menschen einen Anspruch auf Schutz hier haben. Die haben festgestellt, nein, haben sie nicht. Und dann gibt es am Ende eine Ausreiseverfügung, die sagt, du musst dieses Land wieder verlassen. Denn kein Mensch ist illegal, aber sehr viele sind illegal hier. Integration ist im Übrigen nicht etwas, das wir leisten müssen, sondern Integration ist etwas, das die leisten müssen, die hierher kommen. Die müssen sich anpassen. Also ich glaube, wir haben ein bisschen die falsche Idee. Wir müssen uns noch mal ganz kurz zurück entsinnen. Nico hat ja die Frage gestellt, wer von Ihnen beiden hat mehr für Integration getan? Dann haben Sie beide für sich reklamiert, mehr getan zu haben. Ja. Und jetzt sagt sie nur ausschließlich die. Was sie vollkommen verkennt, ist, dass Integration immer eine zweiseitige Kiste ist. Also es gibt immer so bestimmt, also es ist immer etwas, wo die Gesellschaft, in die Leute kommen und natürlich auch die Leute, die in diese Gesellschaft gehen, für sich irgendwie einen Anteil haben. Und was sie macht, ist erstmal pauschal die, also wieder die Verallgemeinerung, so, wo dann natürlich vom einzelnen Individuum abgeht. Hier hat sie gerade noch so ein bisschen versucht zu retten, weil das sie nicht einfach nur von denen spricht, sondern die, die hierher kommen. Naja, aber es ist immer noch so das leidabschätzige die. Aber so. Habe ich das richtig gedeutet, dass das der Versuch war, nicht nur von einem die zu sprechen, sondern das zumindest ein bisschen zu präzisieren? Glaube ich nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich dieses pauschalisierte die, so die anderen. Okay. Und was sie an dieser Stelle macht, ist, dass sie einseitig ihnen die Integrationslast auferlegt und von der eigenen auch Verantwortung für Integration vollkommen ablenkt, was in völligem Widerspruch zu dem steht, was sie vorher noch geschrieben hat. Richtig. Sehr, sehr scharf beobachtet. Das wäre mir komplett entgangen, dass sie sich da so krass widerspricht. Ja, aber ist so. Dass wir das leisten müssen, dass die sich anpassen. Ja? Aber wer sind denn wir und wer sind denn die? Wir sind die Deutschen, die sagen, ihr müsst euch jetzt integrieren. Wir Deutschen. Das Einzige, was wir Deutschen miteinander gemeinsam haben, ist unsere Staatsangehörigkeit. Ja? Wollen Sie denn diese ganzen extremen sozialen Unterschiede hier in Deutschland beispielsweise... Soziale Unterschiede haben nichts mit soziale Unterschiede führen dazu, dass es noch gar kein Wir gibt. Wollen Sie etwa sagen, der Millionär dort hinten im Grunewald, ja, der hat irgendwas mit irgendeinem Hartz-IV-Empfänger in Lichtenberg gemeinsam? Glauben Sie, da gibt es irgendein Wir-Gefühl? Das Einzige, was die beiden Menschen miteinander verbindet, ist ihre Herkunft? Stark, oder? Ich bin zum dritten Mal überrascht, ich ziehe meinen Hut und erzolle auch wirklich meinen Respekt, dass er tatsächlich die soziale Frage thematisiert, anhand der sozialen Frage auch die Schwierigkeiten der Integration aufzeigt und damit auch nochmal ihr Konstrukt eines rein nationalen oder ethnischen Wir dekonstruiert. Also wirklich, also nach dem Verfassungspatriotismus, nach dem klaren Bekenntnis zu humanitären Werten, jetzt noch ein klarer Fokus auf die soziale Frage, führt definitiv dazu, dass also spätestens jetzt, also mein Bild von Bushido auf jeden Fall um einige Facetten und wirklich positive Facetten bereichert wird. Und darüber hinaus ist es in der Situation auch natürlich sehr, sehr stark, ihr Wir wirklich an dieser Stelle wirklich geschickt, auch mit diesem Beispiel, ne, Millionär auf der einen Hand, wie auf der anderen, anzugreifen. Wirklich gut. Und die Tatsache, dass sie in einem selben Land leben, aber sozial... Sie haben die gleiche Geschichte, sie haben die gleiche Sprache, sie haben die gleiche Kultur. Ja, für sie ist der Sonntag frei und nicht der Freitag. Ja, sie haben... Passt aber eher, Freitag frei und Sonntag, also rein vom Wort her. Rein vom Wort her, sollten wir mal drüber nachdenken. Aber ist eben... Nein, aber Frau von Storch, das ist halt das Ding, was Nico Sie die ganze Zeit fragt. Er will von Ihnen wirklich wissen, was machen Sie denn? Ja, und Sie können einfach nur erstmal sagen, Moment mal, also nicht wir, sondern die. Nicht wir, sondern die. Bei der anderen Frage sagen Sie, nee, nicht wir, sondern die. Sie schieben das immer weg von sich und sagen immer, Moment mal, nicht wir, sondern die müssen leisten. Und ist doch klar, dass wenn den Leuten... Richtig, so stimmt alles. Und was sie macht an dieser Stelle ist ja, das ist eine ganz klare In-Group-Out-Group-Rhetorik. Wir, die. So, was sie völlig zu Recht kritisieren und angreifen. Und man hat auch gemerkt, dass sie so in diese Verteidigungshaltung geht. Ne? Also in dem Moment sich selber merkt, dass diese Position in sich nicht ganz konsistent ist. Also es ist an dieser Stelle ein ganz klarer Angriff und es zeigt eben auch dieses Denken auf. So, und die AfD ist geprägt von Carl Schmitt, von seinem Freund Feinddenken, was immer eben auch dieses Wir und die beinhaltet, was aber zumindest für die eigene Anhängerschaft der AfD notwendig ist, um genau eben so dieses Wir nationalistisch konnotiert zu machen und irgendwie so dieses Andere zu konstruieren. Und sie haben sehr, sehr schön aufgezeigt, dass sie genau das eben macht, die Verantwortung auf die in Anführungsstrichen komplett abzuschieben. Also sehr gelungen. War das gut platziert, würdest du sagen, dieses Resümee, dass sie das die ganze Zeit macht? Ja, vollkommen. Okay.
jahrelang das eingebläut wird, ja, das Gehirn gewaschen wird, ist doch klar, dass der Islam immer sofort erstmal im ersten Augenblick negativ behaftet wird. Das liegt nicht nur unbedingt an den Leuten, die den Islam sozusagen missbrauchen und die wirklich Scheiße bauen, sondern es liegt einfach daran, dass die Menschen heutzutage, das sind Automatismen. Die Menschen missbrauchen den Islam. Sie haben gerade gesagt, die Menschen. Was hier passiert, ist auch interessant, weil Bushido jetzt, was er vorher nicht gemacht hat, schon zugesteht, es gibt dort einzelne Teile, die problematisch sind. Und damit macht er wirklich die Möglichkeit zu einem offenen Dialog auf. Und was sie jetzt offenkundig macht, ist ein Wort zu nehmen, Definitionsargument, um wieder in ihre eigene Erzählung reinzukommen. Und das ist aber schon gut, weil jetzt macht Bushido in der Tat die Differenzierung auf und versucht damit auch ihrer nicht differenzierten Wir-Die-Logik klar was entgegenzusetzen. Missbrauchen den Islam. Aber sie missbrauchen den Islam. Ja? Also die beziehen sich schon auf den Islam, richtig? Ja, aber ja, natürlich. Weil sie das vorhin abgelehnt haben. Ja, aber diese Person, die das dort macht, dass das nicht richtig ist, das ist doch unbestritten. Und jeder sollte doch so viel Grips im Gehirn haben und dort dann auch dann differenzieren. Glaubst du, ich mach mir, wenn du jetzt ein Christ bist, ja, du bist irgendwo hingelaufen, hast dich in die Luft gesprengt, hast fünf, oder irgendwelche Massenmörder in Amerika, die haben 50 Leute umgebracht. Glaubst du, ich sag dann plötzlich, das sind die Christen? Nein, das ich sag, kommt das ist dieser an, Idiot dort, nein, dieser Idiot hat dort wenn diese er sich, aber wenn er, wenn er, wenn er das tut und im Namen des Anschlags... Es gibt, genug, es gibt genug christliche Sekten, die... Ich habe eine Frage, und zwar war das, also es war ja sicherlich eine Falle, dass sie ihm diese offene Frage stellt, die er mit Ja beantwortet. Da kann man ja kaum ausweichen. Aber, hätte Bushido versuchen sollen, das zu umschiffen, oder war dieses kleine Zugeständnis, das sie hier haben wollte, war das quasi unwesentlich? Ich glaube erstens, dass es unwesentlich war, und zweitens, was er hier aufmacht, ist wieder ein Analogieargument zu zeigen, es gibt Leute, die sich auch auf eine andere Religion beruhen und die dann zu Taten kommen, die grundsätzlich verurteilungswürdig sind. Und damit zeigt er eben auf, dass es kein exklusives Problem des Islam ist, weswegen das aus meiner Sicht auch ein gelungenes Analogiebeispiel ist, mit dem er dann wieder rauskommt. Okay. Die Morde und Massenmorde begangen haben. Was ja, machen dann, wir denn mit denen? Dann kommen Sie, dann kommen Sie mit den, dann kommen wir mit den Fällen und dann sprechen wir. Nein, die Fälle an. Wo ist das, wo ist das passiert? So wann viel, ist das ich passiert? Ich habe so bauen viel wir Toleranz die Poller in mir, ich habe so viel Toleranz in mir, dass ich erst gar nicht auf die Idee käme, Ihnen als Christin einen Vorwurf zu machen. Nein, noch mal, es gibt wirklich einen entscheidenden Unterschied. Wenn jemand mordet, der Buddhist ist oder Christ ist, dann ist das ein Mord. Wenn er mordet und sagt, ich tue dies im Namen von Jesus Christus und in dem Moment des Anschlages immer zu ruft, Jesus Christus, mein Gott, dann ist das was anderes. Und das ist das, was die Muslime tun. Die rufen diese muslimischen Terroristen. Bitte. Wo ist denn ein Terrorist sozusagen besser oder schlechter? Also sie versucht es jetzt wirklich zu retten, so danach, dass der Erklärungsakt in der Tat an sich der Unterschied sei. Aber also ob das jetzt jemand, der sich auf diesen Glauben beruft, das in dem Moment jetzt ruft oder nicht, also das ist nun wahrlich nicht das Entscheidende. Sondern das Entscheidende ist, dass es tatsächlich Menschen gibt, und zwar in verschiedenen Religionen, die sich in einer Art und Weise missbräuchlich dieser Religion annehmen, um damit bestimmte Verbrechen zu rechtfertigen. Also hier klarer Punkt Sieg Bushido. Mhm. Beispielsweise der muslimische Terrorist ist doch genauso beschissen wie die Leute in Irland, die sich dort sozusagen, die dort Terror vollziehen, genauso beschissen wie die Leute in Spanien, die dort politischen Terror vollziehen, genauso beschissen wie die Leute in Südamerika, die dort irgendwie auf irgendetwas berufen. Terroristen sind einfach mal scheiße. Sie haben doch mal einen Preis gewonnen, oder? Jo. Genau. Bambi für Integration. Richtig. Das Lied habe ich gehört, Papa, ne? Mhm. Papa hieß das. Ja, richtig. Natürlich habe ich ein bisschen gelesen. Mhm. Ansonsten sind Ihre Texte eher, sagen wir, haben sich nicht dadurch ausgezeichnet, sozusagen kinderfreundlich und nett zu sein. Kann man das sagen? Ja, man kann genau Papa auch ein Zitat benutzen, was ich mitgebracht habe. Doch weil Papa in seinen Liedern böse Sachen sagt, denkt die ganze Nachbarschaft, dass er böse Sachen macht. Was sie hier versucht, ist quasi die Umkehrung dessen, was Bushido gemacht hat. Nämlich, Bushido hat sie mit ihren eigenen Werten und möglicherweise Widersprüchlichkeiten konfrontiert. Und was sie jetzt macht, ist, sie stellt fest, er beruft sich auf Humanismus, auf so bestimmte Sachen und versucht jetzt wieder die Eigenwertbruchargumentation. Also auf der einen Seite stehst du hier für das alles, auf der anderen Seite hast du solche Texte gemacht. Muss ich ehrlicherweise sagen, hätte ich an Beatrix von Storchs Stelle auch gemacht. Lässt sich aber einfach mit Kunstfreiheit brechen. Wir werden sehen. Aber Papa sagt die Sachen, die er sagt, nur damit er nicht mehr tun muss, was Papa früher tat. Okay,
Also Papa hat da Sachen getan, die nicht so okay waren? Ja, klar. Okay, ja, klar. Ja, ich bin auf Bewährung mit, also ich sitze hier gerade auf Bewährung. Da muss ich schon irgendwas gemacht haben, angeblich, was da nicht okay war. Also, aber da, so, und was ist, was ist Ihre Leistung für die Integration gewesen, wenn Sie das so selber sagen, Sie sind derjenige, der integriert? Womit haben Sie integriert und wen haben Sie wo rein integriert? Also zum einen bin ich auf jeden Fall selber als Person sehr gut integriert, weil nur weil ich einen deutschen Pass habe und in Deutschland geboren wurde, heißt es noch nicht mal, dass ich immer gleich integriert sein müsste. Das, ich könnte das, das haben wir schon geklärt. Jetzt ja. Ist die Frage, welche Leistungen Sie für andere getan haben, sich bei uns zu integrieren und wer sind die anderen und wer ist uns und was haben Sie geleistet, damit die sich integrieren? Punktgewinn für Beatrix von Storch. Erstens dreht sie gerade die Rechtfertigungsnotwendigkeit und sie baut ihm jetzt implizit auch diese Unterscheidung von wir und die ein. Und man sieht ja hier auch sehr schön, gerade an dieser Stelle, so, ne, er zieht sich zurück so und so merkt, okay, sozusagen, das funktioniert hier an dieser Stelle. Das heißt, was also diese Drehung der Rechtfertigungsnotwendigkeit ist an dieser Stelle, ja, ist erstmal gut, muss er ehrlicherweise sagen. Mal gucken, was kommt. Schafft er es? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das damals schon nicht verstanden, warum ich den Preis bekommen habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Wirklich? Ich glaube, der entscheidende Faktor dabei ist immer die Frage, wie man Jugend oder wie man junge Leute anspricht. Und das machen ganz kurz. Fand ich nicht optimal. Also ich glaube schon, indem er sagt, er artikuliert bestimmte Dinge oder Probleme, die in der Gesellschaft da sind. Er sorgt dafür, dass Dinge ausgesprochen werden. Und er spricht auch Menschen an, die sonst andere Leute nicht ansprechen. Sicherlich auch in einer problematischen Form. Das hätte er aus meiner Sicht als Begründung für Integration durchaus anführen können. Dann aber zu sagen, also Ihr Angriff ist der, du hast den Preis ja gar nicht verdient, weil wir vorhin in dem Auseinandersetzungsbattle waren, wer hier integriert hat. Und seine Antwort ist, ich weiß auch nicht, warum ich den gewonnen habe. Hat er auch wieder... Ist nicht die stärkstmögliche Form der Erwiderung, das muss man auch klar sagen. Aber lustige Situation, die Frage, wer hat mehr integriert? Beide schreien ich und dann sagen beide ein paar Minuten später, ich habe nichts damit zu tun. Das ist in der Tat paradox. Glaube ich, auf unterschiedliche Art und Weise. Das ja, wobei die AfD spricht natürlich nicht die Jugend an, die AfD spricht genau die Leute an, die auf diese Themen von wegen keine Burkas und blablabla. Aber spricht ja am Ende genauso auch Jugendliche an? Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, dass ein gesunder Jugendlicher die AfD wird, kann ich mir nicht vorstellen. Weil er kein Wahlrecht hat. Weil darf er erst ab 18 wählen. Kein gesunder Jugendlicher von 18 bis... Der war aber fies von ihr, oder? Dass sie den man darf erst nach 18 wählen nachlegt, um ihn sehr naiv und nichtswissend aussehen zu lassen. Naja, also es war natürlich irgendwie so dieses... Junge Menschen, so, ich zeig dir mal irgendwie so die Grenzen dessen auf. Also das war zum einen durchaus geschickt, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich finde auch hier die Wortwahl nicht gut. So, weil die Umkehrung dessen ist ja, dass jemand, der AfD wählt, krank ist. So. Das ist ein sehr hartes Statement, das hätte er, wenn, dann begründen müssen. Also gesund fände ich an der Stelle schwierig. Ja, ja. Da hätte er tatsächlich wirklich ein anderes Wort verwenden können. Ja. Sagen wir mal 24 oder vielleicht sogar 26, da die AfD wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, gerade genauso, wenn man die... Gerade das ist genauso vermessen denke, zu sagen, wie die Dame dort mit den roten Haaren ist auch keine Bushido-Hörerin. So. Das ist 100%. Aber wenn ich gerade die Jugendkultur und jetzt auch, ich weiß nicht was, die Travestiekünstler und alles, was irgendwie so ein bisschen hip und bunt und wild und ungeregelt ist, diese Kultur, das ist eine freiheitliche Kultur. Das mag der eine und der andere mag das nicht. Aber... Gibt es das in muslimischen Ländern? Was? Da, wo wir sowas, also dass wir so ein Christopher Street Day, diese Travestie-Typen, die irgendwie in komischen Kostümen durch die Gegend toben und so weiter. Weil das ihr Stil ist. Ist nicht meiner, ist ihrer, ist okay. Aber haben wir das in muslimisch geprägten Ländern? Ist das dort erlaubt? Ist das dort möglich? Haben wir unter dem Einfluss des Islam haben die Raum für diese Kultur? Wir kriegen jetzt aus homosexuellen Kreisen oder natürlich nicht ganz offiziell, aber so, dass viele sagen, unsere Art zu leben, also deren Art zu leben, die braucht die Unterstützung von unserer Seite, denn der Einfluss des Islam drängt das zurück. Der Einfluss des Islam ist für die gefährlich und sie werden Probleme kriegen. Der Punkt ist, dass sie hier tatsächlich ein schwieriges Thema anspricht. So, denn in der Tat gibt es natürlich Teile Menschen islamischen Glaubens, wo es tatsächlich bestimmte Intoleranzen gibt. Aber dass sie vor dem Hintergrund der Programmatik der AfD, denen das zum Vorwurf macht, das ist natürlich nicht glaubwürdig. So, weil sie zum einen natürlich den Antigenderismus im Parteiprogramm verankert haben und weil sie sich ja explizit auch gegen Queer etc. aussprechen. Das heißt, das, was sie an religiöser Toleranz einfordern auf der einen Seite, ist ja das, was sie den Leuten hier selber gar nicht zugestehen wollen.
Ja, das ist ja ein Riesending bei der AfD, dass ganz viel, wogegen sie hart hetzen, sich sehr mit ihrer eigenen Weltsicht überschneidet. Ja, das erinnert genau an das, was passiert ist, dass Leute, die vorher, ich formuliere es mal vorsichtig, nicht unbedingt durch feministisches Bewusstsein geglänzt haben, jetzt auf einmal dieses Thema entdecken und genau denselben Move, den auch die CSU an einigen Stellen tut, den versucht sie hier auch, steht aber damit im Widerspruch zu ihrer eigenen Programmatik. Schauen wir mal weiter. Mit der freiheitlichen Lebensart. Steht der Islam für freiheitliche Lebensart? Steht die AfD für freiheitliche Lebensart? Es gibt keinen einzigen schwulen AfD-Wähler gibt. Wer ist denn schwul bei Ihnen? Wir haben zwei Spitzenkandidaten. Ja. Und eine davon ist homosexuell. Wer denn? Frau Alice Weidel. Ups. Und dann haben im Landesvorstand, ja gut, das ändert er an der Tatsache nicht. Wirklich? Ja, die gibt es in echt. Und die hat sich auch geoutet, oder sind Sie jetzt die Erste gewesen, die jetzt sozusagen... Nein, das ist für Sie kein Thema. Das hätte er wissen müssen. Ganz einfach, hätte er wissen müssen. Da hat sie jetzt natürlich schon einen Punktgewinn gemacht. Den hart getroffen. Auch, was sagst du zu seinem Versuch, das irgendwie zu retten? Oh, die gibt es auch wirklich, ja? Und ja, war unbeholfen, muss ich sagen. Etwas aus natürlich kein Thema. Sie macht daraus kein politisches Thema. Aber wissen es denn die AfD-Leute? Es ist gar kein Geheimnis. Das ist Augenwischerei, genauso wie Sie. Nein, ich sage Ihnen nur. Sie haben gerade gesagt, es gibt keinen schwulen AfD-Wähler. Okay, ich habe Ihnen gerade gesagt, jetzt haben Sie mich überzeugt. Es gibt, Sie haben jemanden Schwules in Ihrer Partei. Okay, super, alles klar, gar kein Problem. Sollte genauso selbstverständlich sein. Also verstehen Sie, ich meine, das alles sollte selbstverständlich sein. Und ist zwar es auch. Sie haben ein Thema draus gemacht. Nein. Nicht ich. Ja, weil Sie haben gesagt, Ihre Wählerschaft, nicht. Ihre Wählerschaft ist ja nun wirklich mal mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Also Sie sind dafür, dass Homosexuelle... Auch schwierig, weil er ihr Pauschalisierung vorwirft und jetzt selber eine Pauschalisierung vornimmt. Ja. So. Wahrscheinlich ist es schon so, dass bestimmte Tendenzen, die homophob sind oder ähnliches, da wird es sicherlich Studien zu geben, dass die überdurchschnittlich vertreten sind. Aber so pauschal lässt sich das definitiv nicht machen. Also deswegen, also hier die Passage Punktgewinn für von Storch. Noch einer. Es ist so. Genauso leben können wie andere und selbstverständlich. Homosexuelle. Sie haben nichts gegen Homosexuelle. Na, ich hatte noch nie was gegen Homosexuelle und mir ist auch nicht bewusst, warum ich jemals überhaupt in diese Schiene des Homophoben gerutscht bin. Ne, aber ich glaube, das liegt im Zweifel am Sprachgebrauch von Rappern. Am Sprachgebrauch natürlich, ja, aber... schwul als Beleidigung im Rap benutzt wird. Richtig, damit immer aber... Das haben Sie gemacht? Das hat, glaube ich, ungefähr jeder zweite Rapper in Deutschland schon irgendwann mal gemacht. Aber der macht das nur so aus Spaß, aber eigentlich meint das nicht so. Ja, ein Straßenrapper positioniert sich und seine eigene Stärke durch den... Sprachgebrauch und Benutzung von bestimmten Vokabeln, um das also man um ist dann andere schwul, Seite. Man ist dann stark, wenn man Schwule beschimpft. Das ist das nicht, wenn man Schwule beschimpft, um oder Gottes Willen. Nein, wenn man das Wort schwul benutzt, man benutzt doch mit diesem Wort ja nicht sozusagen, man beschimpft ja keine Schwule oder so. Aber das ist, glaube ich, ja, das ist eine, oh, da müssen wir jetzt aber richtig weit ausholen. Und so ja, dann holen Sie mal aus, das machen Sie doch die ganze Zeit schon sehr gut. Sehr gerne weil das finde ich interessant, weil das tun wir nicht. Was sagst du zu der Passage? Da hat er sich ja auch echt gewunden gerade. Ja, da hat er sich gewunden und ich glaube, dass sie dort tatsächlich auf ein wirklich real existierendes Problem in dieser Szene aufmerksam macht. Das Interessante an dieser Stelle ist, dass es die ganze Zeit so ist, sie sind im Rechtfertigungsmodus und immer dann, wenn es ihr passt, dann schickt sie noch eine kleine Frage hinterher. Und hier ist das, was ihre Strategie ist, nämlich dieser Eigenwertbruch. Einerseits sprichst du dich für Toleranz aus, für Gleichberechtigung von Homosexuellen und andererseits konfrontiere ich dich jetzt damit. Deswegen ist diese Passage von ihr, muss ich anerkennen, ist stark. Glaubst du, sie wusste das und hat auf die Gelegenheit gewartet, sich mit diesen Fragen auf naiv zu stellen, damit er zustimmt? Also sie impliziert ja, man ist also stark, wenn man Schwule beschimpft, verstehe ich das richtig? Und wollte ja so zumindest eine kleine Zustimmung da haben, so ja, sozusagen. Glaubst du, sie war da vorbereitet und wollte ihm eine Falle stellen? Oder glaubst du, dass sie das wirklich nicht wusste und wirklich so relativ blauäugig danach gefragt hat? Ich bin mir sehr sicher, dass das eine klare Strategie war. Wir reden immer noch über die stellvertretende Bundesvorsitzende, über eine Frau mit einer entsprechenden Erfahrung, die sich natürlich auf das Interview vorbereitet. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass sie das in Abhängigkeit davon, wie sich das Gespräch entwickelt, auspackt. Und dadurch, dass es eben ein konfrontatives Gespräch wurde im Laufe der Zeit, hat sie deswegen eben auch ihre konfrontativen Passagen ausgepackt. Ja. Also nicht am Anfang ihr Pulver verschossen. Genau. Ja, da hätten Sie sich mal besser vorbereitet, dann hätten wir dann hätten wir am Anfang direkt drüber reden können. Nein, nee, aber was Sie natürlich... Jetzt ist es zu spät. Ja.
Nee, bitte. Also, worauf ich da nur hinaus will, dass es hier ja genauso Problematiken gibt von Worten, die aber bewusst genutzt werden, um Mechanismen beim Hörer zu. Also jetzt bei Künstlern. Ja, also wir tun das nicht. Natürlich. Ja. Also, ich glaube wirklich, wenn. Das ist natürlich totaler Quatsch. Wir tun das nicht. Also, wenn ich irgendwie zum Beispiel mir Plakate angucke, Großflächen, dann sind das Dinge, die wirklich also sehr stark zugespitzt sind und die definitiv Ressentiments bedienen. Mhm. Und dann sich hinzustellen und zu sagen, wir tun das nicht, ist in jedem Falle, also ist nicht lauter. Ja, sie versucht es, glaube ich, so zu drehen, dass sie zumindest nicht beleidigt. So. Ja. Allerdings, die Frage ist ja, was heißen die Parolen der AfD in der Konsequenz? Sie sind immerhin nicht so obszön wie Bushidos Texte. Das hast du gesagt. Man sieht die Plakate, dann sind wir wieder in Plakaten, dann sind wir wieder bei anderen Vokabeln. Das ist ja alles nur dazu da. Und genauso, da bin ich bei Ihren Twitter-Nachrichten, um in kurzen Worten ein klares Signal zu senden. Das wenig, also da sind wir wieder bei Pauschalisierung, das wenig. Aber welches Signal, nochmal, welches Signal will ich senden, wenn ich gegen Homosexuelle agiere? Was ist das Signal? Ich habe noch nicht verstanden. Homosexuelle. Die Rap-Community in Teilen, wie religiöse Communities, politische Communities, die sind alle nicht besser und nicht schlechter, weil es gibt überall in jeder Community eine Sache, die nicht okay ist. Ja? Jetzt haben wir gerade im Rap beispielsweise dieses Benutzen des Wortes schwul in einem negativen Kontext genommen, ja? Was nicht okay ist, was Leute sozusagen beleidigt und auch diskriminiert, bin ich völlig auf ihrer Seite. Ja? Ich mache es trotzdem. Finde ich gut. Ich mache es aber nicht. Ich mache es aber nicht. Sie machen es auch weiter. Also, Sie haben das auch künftig weiter vor. Ich weiß nicht, haben Sie irgendwie im letzten Song, den Sie von mir gehört haben, irgendwie schwul gehört? In dem Opa oder Oma Mama, oder Papa, Mama oder Papa? Ja. Papa? Ja. Da nicht. Na, sehen Sie mal. So, dann, also wenn ich es irgendwann wieder benutzen werde, werde ich es wieder irgendwann benutzen. Also. Wenn Sie wieder irgendwas benutzen, was, wo jemand dann zu Ihnen sagt, so, hey, Mann, Frau von Storch, Mann, was soll das denn? Sagen Sie, ja, Moment mal, ja, und was jetzt? Also das Problem bei mir ist es egal. Verstehen Sie, okay, was ich meine? Mir ist es egal. Mir ist es egal, ob irgendjemand so, weil ich bin niemand, der hier irgendwie Leute dazu aufruft, mir zu folgen und das alles genauso zu machen, wie ich das empfinde. Wenn ich Sachen mache, die nicht richtig sind, und die mache ich. Aber Sie haben Einfluss auf die Jugend. Sie haben genauso viel Einfluss, vielleicht sogar noch mehr. Ich habe auch Einfluss, aber ich sage denen ja nicht, was sie zu tun haben. So. Und vor allem sage ich denen nicht, dass sie die AfD wählen sollen, weil dann irgendwas besser wird oder schlechter. Aber warum sollte man wählen gehen? Losgelöst. Das fand ich in der Tat gut. Das fand ich wirklich gut, weil er es herausgestellt hat. Okay, es gibt ein Problem, so, wir müssen uns das Ganze reflektieren. Und ja, so, es gibt diese Problematik, die er auch einräumt, um damit zu zeigen, ich möchte doch den Versuch unternehmen, differenziert zu sein. Um dann aber zu sagen, der Unterschied ist, in dem einen Falle, ich mache Kunst, so, und in dem anderen Falle wollen sie, dass es eine konkrete Auswirkung hat, nämlich politische Veränderungen, Gesetzespakete etc. Und in der Tat gibt es diese Differenz. Und genau aufgrund dieser Differenz ist es so problematisch, dass sie eben diese Pauschalisierung macht. Also diese Passage, da geht der Punkt klar an Bushido. Ja, und auch einfach ganz klar inhaltlich. Auch inhaltlich, völlig klar. Sollte man wählen gehen, losgelöst von jeder Partei? Grundsätzlich, weil sie so an der demokratischen Willensbildung teilnehmen können, weil wir... Ein Teil des Programms sage ich Ihnen noch, wir sind für direkte Demokratie. Wir wollen Volksentscheide, wir wollen, dass Menschen auch in Sachfragen mit einer Stimme direkt abstimmen können und nicht nur über Wahlen alle vier Jahre, sondern dass die auch Sachfragen einzeln klären können. Volksentscheide auf Bundesebene nach Schweizer Vorbild. Warum sollte man an Wahlen teilnehmen? Weil man dann eben Einfluss nehmen kann auf die Zusammensetzung des Parlaments. Gehst du wählen? Ich gehe nicht wählen, nee. Warum nicht? Weil ich mich an der aktiven Mitbestimmung in dieser Demokratie zurückziehe. Möchte ich nichts damit zu tun haben, ist mir egal, interessiert mich nicht. Die sind alle nicht besser als der andere, AfD sowieso überhaupt nicht und deswegen gebe ich mir gar bisschen paradox, aber... Mann, Bushido. Er setzt sich hier hin, ja, mit Beatrix von Storch, geht in die Auseinandersetzung, will aktiv wirklich politisch in diesem Sinne agieren und sagt dann, also die sind alle nicht besser und schlechter als die anderen, liegt dann aber nach, außer die AfD, womit er der Aussage davor nicht entspricht. Und er zeigt ihr hier sehr, sehr klar auf, ne, was das bedeutet. Also erstens finde ich das demokratisch schwierig, weil er schon demokratische und humanistische Werte verteidigt und ein Teil dessen ist dann eben auch der Wahlakt. Also damit nimmt er dann schon ein Stück weit das, was er vorher alles gesagt hat, zurück. Also das ist einfach wieder ein Widerspruch. Seine komplette Anwesenheit in diesem Gespräch so ein bisschen überflüssig. Naja, sagen wir es mal so. Also er... Alles, was er davor gesagt hat, wird dadurch mindestens relativiert und das ist an der Stelle schwierig. Es wäre viel leichter gewesen zu sagen, er habe ein Problem mit allen Parteien. Und es gibt keine Partei, wo ich jetzt ganz klar zu 100% sagen kann, das ist meine Partei. Und deswegen gehe ich wählen, um sie zu verhindern.
Das wäre ja auch eine Form der Zuspitzung gewesen. Aber das hier, also auf jeden Fall, beim Fußball würde man sagen, Eigentor. Ja. Gar nicht die Illusion, dass ich jetzt irgendwie was mit bewirke, weil ich jetzt irgendeiner Partei, alle Parteien, die dort sind, haben meine Stimme nicht verdient. Da nehme ich jetzt sozusagen die SPD genauso mit rein wie die AfD. So, keine dieser Parteien hat meine Stimme verdient und deswegen gehe ich nicht wählen, ganz einfach. Du hast vor 4 Jahren mal damit provoziert, in Anführungsstrichen, auf Twitter, dass du AfD wählen gehst. Richtig. Hast du das dann gemacht? Nein, auf gar keinen Fall. Ich wollte damit nur auf meine Art und Weise sozusagen klar machen, dass man die AfD damals vor 4 Jahren einfach nicht belächeln sollte, so wie es passiert ist. Keiner hat die AfD ernst genommen. Jetzt sitzen wir hier. Na, keiner stimmt nicht. Wir schon. Die großen sozusagen, die Meinungsmacher sozusagen, die genau, haben versucht... Die sich immer irren. Genau, eben. Hier die irren sich sowieso immer und in dem Fall haben sich auch... Wow. Die sich immer irren. Das ist genau das Narrativ der AfD, der Lügenpresse. So. Wahnsinnig undifferenziert, die sich immer irren. Das ist natürlich die klare Botschaft an die eigene Anhängerschaft, die sie an dieser Stelle dann auch irgendwie noch mit einem Lächeln durchbekommt. Und... Ja, also, und ja auch Bushido, der selber viel Einfluss hat und gegen die AfD redet, dem wird ja quasi auch unterstellt. Und übrigens, du irrst dich auch. Das kommt noch hinzu. Ja, und an dieser Stelle ist einfach das Problem, dass er hier ihr einfach einiges an unnötigen Steilvorlagen geliefert hat. Okay, schauen wir uns das Ende an. Alle haben sich auch geirrt. Jetzt haben wir, letzte Umfrage war AfD drittstärkste Partei in Deutschland, so, was ich meine. Und das innerhalb von 4 Jahren würde ich auch schaffen, wenn ich eine Partei mache, weil ich genau weiß, wie das Spielchen funktioniert. Ich würde... Interessiert mich alles nicht, keine Einflussnahme und jetzt auf einmal dann doch schon. Also hier sieht man dann doch wieder Bushido in alter Form. Ne? Also eigentlich schon ziemlich geil so und könnte, wenn ich denn nur wollte. Und trotzdem... Er sagt ja, er nimmt keinen Einfluss, weil es ihn nicht interessiert. Ja. Und sagt jetzt gerade, er könnte es schaffen, macht er aber nicht, weil es ihn nicht interessiert. Ja, ja, aber er sagt damit eben auch, eigentlich bin ich so ein geiler Typ, dass ich ja ne, es dann können wollte. Der Punkt ist nur nach wie vor der, in dem Moment, wo ich mich mit Beatrix von Storch hinsetze, auseinandersetze, ist es natürlich der Form und der Versuch einer Einflussnahme, gerade wenn ich eine konfrontative Gesprächsstrategie nehme, wie er sie die ersten 25 Minuten in diesem Gespräch auch hatte. Ja. So, letzte 20 Sekunden. Von Ausländern und Islam-Anhängern machen, ich würde das halt irgendwie anders schon hinbekommen. Hat der Plan, mal nochmal Bürgermeister von Berlin zu werden, den hast du zu den Akten gelegt. Ja, klar, Mann, was soll ich, da verdient nicht genug Geld damit. Vielen Dank. Sehr, sehr gern. Dankeschön. Danke. Ganz kurz nochmal zurück. So, bam, ja. Von 4 Jahren würde ich auch schaffen, wenn ich eine Partei mache, weil ich genau weiß, wie das Spielchen funktioniert. Ich würde es halt nicht auf Kosten von Ausländern und Islam-Anhängern machen. Ich würde das halt irgendwie anders schon hinbekommen. Hat der Plan, mal nochmal Bürgermeister von Berlin zu werden? Den hast du zu den Akten. Die Frage ist, wie? Ne, einfach nur zu sagen, ich würde das schon irgendwie anders hinbekommen, ist zu wenig. Und jetzt kommt aber gleich noch eine Passage, die insbesondere mimisch total spannend ist. Jetzt müssen wir mal ganz genau gucken. Ja, klar, Mann, was soll ich, da verdient nicht genug Geld damit. Vielen Dank. Sehr, sehr gern. Und genau da. Die mimische Maximalform der Verachtung, die doch an dieser Stelle zum Ausdruck kommt. Und natürlich ist auch die Begründung zu sagen, also warum will ich nicht Bürgermeister von Berlin werden, weil ich damit nicht genug Geld verdiene? Nee, also es sollte in der Politik nicht primär darum gehen, wie viel man dort verdient, so, sondern schon darum, ein Gemeinwesen zu gestalten. Ja, aber er sagt ja, das interessiert ihn nicht, hat er ja zweimal klar betont. Und damit sagt er nur, dass sein einziger Anreiz das Geld wäre. Ja, und das sollte tatsächlich nicht der Anreiz sein. Weil wenn das der Anreiz wäre, dann würde er genau dieser Politikverdrossenheit nochmal Vorschub leisten. Also gut, dass Bushido nicht Bürgermeister wird. Das lässt sich an dieser Stelle wohl festhalten, ja. Gut, dann sind wir durch. Ja, wenn wir es resümieren, die ganze Geschichte, dann würde er an dieser Stelle relativ klar sagen, ungefähr bei Minute 25, da gibt's tatsächlich einen Wechsel. Ja. Wenn man das alles aufeinander bezieht, hat Bushido es hinbekommen, an mehrfacher Stelle den Eigenwiderspruch bei Beatrix von Storch aufzuzeigen, sie auch ordentlich ins Rudern zu bekommen. Und sie hat durchaus einen harten Punch mit der Kritik geliefert an der Rap-Szene und seinen eigenen Texten, den er dadurch, dass er es dann doch durchaus eingestanden hat, wieder ein Stück weit entkräften konnte. Er hat allerdings am Ende schon noch mal ein ordentliches Stück verloren durch, das muss man sagen, eine Form von Selbstverliebtheit. Und auch dadurch, dass er, weil er eben den Wahlakt selber negiert hat, dann ein Stück weit seine eigene Argumentation entkräftet hat. Ich glaube aber, dass die Angriffe, die er am Anfang gefahren hat, die auch definitiv zu Selbstwidersprüchen geführt haben, die auch die Frau in die Defensive gebracht haben, dass es ein Punktsieg für Bushido war. Das heißt, wenn das jetzt deutsches Debattierfinale wäre und die Meinung zu all dem
gar keine große Rolle spielt, sondern rein auf der Debattierbasis hat Bushido gewonnen. Rein auf der Debattierbasis, also er als Juror hätte auf jeden Fall Bushido einen Punktsieg gegeben, ja. Sehr gut. Auf menschlicher Basis hat Bushido da sowieso gewonnen. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Naja, also darauf können wir uns halbwegs einigen. Weil einer muss ja gewinnen. Okay, also auf menschlicher Basis, was halt die humanistischen Werte angeht, was auch das, was er vertreten hat, da hat er definitiv menschlich gewonnen. Trotzdem ist es so, dass die hehren Werte, die er am Anfang vertreten hat, er schon durch diese letzte Passage schon wieder ein ordentliches Stück diskreditiert. Das war einfach schlichtweg unnötig. Das ist ungefähr so, als wenn man beim Fußball 4-0 führt und dann einfach noch 3 Gegentore kassiert, weil man einfach wirklich das Spiel so weit aufmacht und dann selber noch eigene Fehler macht. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Also so ein 4-3 wäre es wahrscheinlich dann am Ende. Ja, also in einem Punkt, trotz dieses knappen Punktes, will ich Bushido klar widersprechen. Ich glaube, dass es wichtig ist, wählen zu gehen, dass es wichtig ist, die eigene Meinung und Haltung auch zum Ausdruck zu bringen. Und ich persönlich würde mich natürlich sehr freuen, wenn die Leute links wählen oder zumindest links der Mitte. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass Parteien gewählt werden, die für Vielfalt, die für Akzeptanz und auch für Toleranz stehen. Und deswegen, also im Gegensatz zu dem, was Bushido gesagt hat, bitte Leute, geht wählen und nutzt eure Stimme. Das sind gute Schlussworte, Moritz. Ich danke dir vielmals, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Danke für deine fachkundige Analyse und schreibt euch hinter die Löffel, was der Moritz gerade gesagt hat. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal gibt's wieder Ezra. Wir sind raus. Ciao. We'll be right back.